Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I'd only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited to premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Das Willkommen kommt auch von mir, Uli Jörges aus Berlin. Ich vertrete heute wieder Wolfgang Bosbach. Friedrich Merz macht's. Ich bin fein und unterstütze es ausdrücklich. Das war ein Zitat. Wir haben keine Streitigkeiten mehr. Mit diesen Worten versichert CSU-Chef Markus Söder dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union seine Unterstützung. Denn seit dieser Woche ist offiziell, CDU-Chef Friedrich Merz wird bei der Bundestagswahl 2025 gegen voraussichtlich Olaf Scholz antreten. Also wie fein Söder mit der Kandidatur von Merz wirklich ist und ob nicht am Ende vielleicht doch Boris Pistorius der bessere Gegenkandidat wäre, darüber wollen wir in dieser Folge leidenschaftlich diskutieren. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Kanzlerkandidat der Union. Hat Friedrich Merz wirklich bessere Chancen als Markus Söder? Kanzlerkandidat der SPD. Hätte Boris Pistorius bessere Chancen gegen die Union als Olaf Scholz? Fahrplan der Macht. Mit welchen Themen will Merz Kanzler werden? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Morten Freidel. Stellvertretender Chefredakteur der NZZ Deutschland. Axel Hacke, Erfolgsautor und Kolumnist des SZ-Magazins. Und unsere neue Kolumne, der Politiktester, mit Hans-Ulrich Jörges. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo, schönen guten Tag auch von mir aus Köln zu den Wochentestern. Außergewöhnlich viel Echo hat unsere vergangene Folge mit dem ehemaligen ZDF-Chefredakteur Peter Frey und Fokus-Kolumnist Jan Fleischauer hervorgerufen von Zitat außerordentlich gut über Zitat treffsichere Analyse bis zu Zitat öffentlich-rechtlicher Brei von Herrn Frey reichen die Kommentare. Und besonders die Position des langjährigen ZDF-Chefredakteurs zum Vorwurf der Lügenpresse hat polarisiert und immer wieder gab es den Vorwurf, Journalisten könnten Kritik ebenso wenig annehmen wie Politiker. Das führt mich zur ersten Frage und da wir einen Journalisten wie Uli in der Runde haben, geht die Frage zuerst mal an dich. Journalisten teilen gerne aus, gehört ja auch ein bisschen zur Jobbeschreibung und das gehört ja auch immer wieder zu einer kritischen Berichterstattung. Aber wie gut können deine Kolleginnen und Kollegen selbst einstecken? Was würdest du sagen? Sie sind extrem empfindlich. Beim Boxen gibt es den Begriff des Glaskinns. Also einer wird nur ein bisschen getroffen und fällt schon um. Ein Boxer mit Glaskinn, der steht keine Runde durch. Die Journalisten sind meistens der Meinung, dass sie eine übergeordnete Instanz sind. Sie haben etwas Päpstliches. Sie schauen von Rom aus dem Vatikan nach unten, erlauben sich Urteile über alle und jeden und erwarten umgekehrt, dass dieses Urteil angenommen wird. Da gibt es einfach einen Irrtum, eine Verwechslung. Pressefreiheit heißt nicht frei von Kritik, sondern Pressefreiheit heißt, dass man es ordentlich zurückkriegt. Ich habe in meinem Leben mehrfach sogar Morddrohungen bekommen. Man wollte mir den Hals durchschneiden. Damit muss man einfach leben. Ich kann noch ergänzen, mir ist noch ein Satz der von mir wirklich ja geschätzten Maybrit Ehlner in den Ohren. Vor Jahren, vor Corona war das noch, da ging es ebenfalls um dieses Thema und sie sagte ganz jovial und mit einer großen ausladenden Bewegung über den Tisch streichend, ich kann es nicht mehr hören, diese Journalistenschelte. Ich glaube, genau das ist dieses Sakrosanktsein, dieses nicht angreifbar sein, was die Menschen
auch im Land sehr, sehr skeptisch macht, auch wenn es von sehr seriöser Seite kommt, wie das bei Maybrit Ehner mit Sicherheit ist. Aber diese Kritikfähigkeit beinhaltet meines Erachtens immer zwei Sachen. Erstens, dass man wirklich kritisieren kann, dass man auch hart und scharf mal den Finger in die Wunde legt. Zweitens, und zwar genau die anderen 50%, dass man in der Lage ist, Kritik selbst auszuhalten. Und mich dünkt es oft, dass Journalisten nur diese erste Seite der Medaille gerne für sich in Anspruch nehmen, aber die zweite da doch ein bisschen sehr, sehr unter den Tisch gekehrt wird. Ja, und man muss hinzufügen, in jedem Urteil, auch in dem journalistischen, wohnt der Irrtum, in jedem Urteil. Und außerdem kann man zu allen Themen verschiedene Meinungen haben. Das gehört einfach dazu. Und Journalisten haben außer dem Informationsauftrag auch den Auftrag, die Meinungsbildung zu fördern, indem sie auch gegengerichtete Meinungen hervorrufen und ausbilden. Das ist ihr Auftrag. Und das müssen sie ertragen. So, das war's, lieber Jochen. Ich kann versprechen, wir werden das Thema an geeigneter Stelle vertiefen, immer wieder auch mit Journalisten. Zwei haben wir unter anderem auch heute in der Folge, einmal von der Neuen Züricher Zeitung und einmal von SZ-Magazin. Der Mann arbeitet aber heute mehr als Schriftsteller. Ich möchte mich auch bedanken für die zahlreichen Kommentare. Also da war ordentlich was los nach der letzten Folge und das freut uns natürlich immer. Sie können uns gerne schreiben, Ihre Gedanken, Ihre Meinung, Ihre Kritik. Lob nehmen wir natürlich auch gerne entgegen und das Ganze bitte per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und dann sprechen wir in der kommenden Woche vielleicht auch über Ihr Anliegen. Jetzt die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. CDU-Chef Friedrich Merz macht's und CSU-Chef Markus Söder ist fein damit. Es geht um die Kanzlerkandidatur im kommenden Jahr. Uli, die Kandidatur von Merz folgt der internen Logik der Unionsparteien. Doch in Umfragen, wenn man die mal zu Rate zieht oder mal betrachtet, unter den potenziellen Wählerinnen und Wählern lag Markus Söder immer klar vor Friedrich Merz. Deswegen meine Frage an dich persönlich. Ist Merz der richtige Kandidat, um die Ampel abzulösen, um danach Kanzler zu werden? Naja, ich will mal so pragmatisch antworten. Es wäre schon ein Kunststück, gegen diese vollkommen erschöpfte Koalition zu verlieren. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Olaf Scholz ist so exhausted und im Ansehen abgesunken. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch gegen den verlieren könnte, möglicherweise. Also du meinst, es wäre völlig egal, ob Söder oder Merz das macht oder Wüst? Fast. Also Merz kann man es unter diesen Bedingungen zutrauen. Allerdings, wenn man sich anschaut, was den Merz auf die Waage bringt, das sind im Moment, er war mal etwas weiter oben, sind es wieder 31%. Und bei diesem Zustand der Ampelkoalition müsste er für die Union eigentlich 40 holen. Kriegt er aber nicht, wird er auch bis zur Wahl im nächsten Jahr nicht kriegen. Und das liegt an ihm. Er hat eben was schrecklich Oberlehrerhaftes. Er nimmt die Menschen nicht mit. Er ist unsympathisch für viele Frauen und für junge Leute. Er ist jetzt auch, er ist ja, geht ja auf 70 zu. Er ist auch so ein Spargelmann, der immer über die Brille wegschielt. Er scheint auch optisch wenig mitnehmend und sympathisch. Große Probleme. Markus Söder wäre klar besser, aber das geht eben nicht so. Die CSU ist hier eindeutig kleinere Partei. Und wenn es die CDU nicht mehr fertig kriegt, ihren Vorsitzenden zum Kanzlerkandidaten zu machen, dann ist sie als Partei verloren. Sie muss darauf bestehen und dann die Luft anhalten und gucken, dass es gut geht. So wird es wohl sein am Ende. Ich bin klar der Meinung, dass Markus Söder das bessere Ergebnis holen würde. Aber ich bin auch der Meinung, dass es dann auf SPD-Seite einen anderen Gegenkandidaten geben müsste, weil eben Söder so stark ist. Das wäre wohl Pistorius. Allerdings mit Merz, deshalb hat ja auch Scholz so entspannt geantwortet, dass er damit leben kann. Mit Merz traut sich sogar Scholz zu, noch umzugehen. Und die beiden lagen ja über lange Zeit immer so ganz dicht beieinander. Mal der eine vorn, mal der andere. Also die haben sich nicht viel genommen. Aber im Vergleich zu Merz war sogar Scholz nochmal attraktiv. Also Leute, das ist kein überzeugender Kandidat, aber er müsste eigentlich gewinnen, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht. So, Söder und
Merz haben bei der gemeinsamen Pressekonferenz ihre Einigkeit betont. Zitat Söder, Achtung, ich habe ein Versprechen abgegeben, das sich 2021 nicht wiederholen wird und ich halte mein Wort. Zitat Ende. Er meint damit seine Fehde mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Christian, wird dieser demonstrative Schulterschluss zwischen Söder und Merz Bestand haben? Naja, erstmal ist es ja ganz erstaunlich, dass er in diesem Zitat, was du gerade ja auch da gesagt hast, es wird sich 2021 nicht wiederholen. Das heißt, er neigt sein Haupt in Asche, weil er sehr wohl eingesehen hat, dass er damals der Quertreiber war, jetzt unabhängig davon, ob Armin Laschet ein guter Bundeskanzler gewesen wäre oder auch nicht. Er hat gesehen, dass er eigentlich das Ergebnis der Unionsparteien zerschossen hat. Wenn dieses Eingeständnis und diese, ja, ich habe das damals aus gekränkter Eitelkeit oder ich hätte es gerne selber gemacht, da immer sabotiert, wenn das wirklich ehrlich ist, dann finde ich, sollten wir abwarten. Ein Jahr ist unglaublich lang, aber vermutlich sind die Vorsätze in Ordnung. Und der Parteitag, den die CSU ja jetzt abgehalten hat, nach der Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz, da ist er ja der bayerischen Janka aufgetreten und nicht mit Anzug und Krawatte. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, hey, ich bleibe in Bayern. Aber was mich an der ganzen Diskussion stört, ich habe dann die Nachrichten da sehr verfolgt auf allen Kanälen und so viele politische Kommentatoren haben jede Handbewegung, jede Körperhaltung von Merz, von Söder analysiert. Ach, da war doch irgendwas und guckt mal diese Hand an oder das Gesicht an. Ich glaube, man giert förmlich danach und hofft, dass der Söder wieder querschießt, um dann natürlich wieder unglaublich tolle Meldungen da zu haben. Also da würde ich auch mal ein bisschen mehr Gelassenheit haben. Es geht um Inhalte, ob man jetzt den Merz mag. Du hast es ja gerade deine Sichtweise über die Personalie Merz von der EM oder auch nicht, spielt überhaupt keine Rolle, ob man denkt, der Söder ist der Bessere. Aber dass man per se sofort in die Verhaltenspsychologie einsteigt und hofft, dass man da Dissonanzen sieht und dass man dann sagt, naja, das hält doch keine 2 Monate und dann wird da wieder die Attacke geritten werden. Ja, so what? Ich kann auch verstehen, dass man nicht dann 12 Monate absolut schweigt zu allen möglichen Themen und es ist hoffentlich lebendig und es wird hoffentlich auch innerhalb der Partei um das beste Umgehen gerungen, wenn Söder heute sagt, nie mit den Grünen und Merz sagt, naja, heute nicht mit den Grünen, dann sind das schon Ausgangspositionen, wo man mit Sicherheit in die Kontroverse gehen wird, weil wenn die CDU-Position, CDU-CSU-Position ist, nicht mit den Grünen, nicht mit den Linken, nicht mit Bündnis Sahra Wagenknecht, nicht mit der AfD, ja, wenn die FDP jetzt dann irgendwann komplett verschwindet, wer soll es denn dann machen? Eine Miniatur-SPD und die CDU alleine, das kann nicht die Position dieser Parteien sein. Ja, ich möchte noch hinzufügen, Merz und Söder haben jetzt eine ganze Zeit lang erfolgreich Theater gespielt. Die beiden konnten sich nie riechen. Nie, nie, nie. Sie waren, wenn man das, das habe ich ja damals noch selber aus der Nähe verfolgt, sie waren sich immer Spinnefeind. Der Söders eben als barocker Bayern ganz anderer Typ, auch aggressiv, zupackend, auf den Punkt. Der Merz ist... Aber auch Fähnchen. Ja, der Merz ist so ein Spargeltarzan, mehr oberlehrerhaft ein bisschen, der wird immer dürrer und fängt sie langsam an, sich nach vorne zu beugen. Ein ganz anderer Typ. Die beiden konnten sich nicht leiden und daran hat sich auch nichts geändert. Sie haben das erfolgreich überspielt. Entschuldige, du hast ja recht. Es wird in diesem Jahr, das uns jetzt bleibt, ganz sicher Diskussionen zwischen den beiden geben. Und Söder kann dann immer darauf hinweisen, er ist ja mit den besten Absichten angetreten. Erinnert euch dran, was ich damals gesagt habe. Ich bin damit fein. Nein, er ist damit natürlich nicht fein. Und dass er seine Kandidatur angemeldet hat, hat nur damit zu tun, er wusste ja, dass er es nicht wird. In der CDU hat ja seine Kandidaturwunsch keine Resonanz gefunden, das wusste er.
Er wollte sich nur auf die sichere Seite bringen. Ich hab's ja gewollt, ihr wolltet ja nicht. Das macht ihm den Rücken frei. Uli, Sepp Herberger hat gesagt, 11 Freunde müsst ihr sein. Das ist natürlich eine ideale Wunschvorstellung. Und ich kenne keine Fußballmannschaft, die nur darum geht, dass man wirklich zusammen auch noch hinterher feiert und das Bierchen trinkt. Nein, das ist Quatsch. Natürlich erst recht in einer großen Partei. Es muss kontroverse Auseinandersetzungen geben. Das sehe ich überhaupt nicht als kritisch oder schlimm an, sondern das ist dann gelebte Auseinandersetzung und da wird auch innerhalb einer Partei um die besten Themen und auch Wege gerungen. Ja, und darauf hofft Olaf Scholz, dass die sich an die Gurgel kriegen. Um was auf Sepp Herberger zu antworten, in der Politik gibt's nicht mal 2 Freunde, wirklich echte Freunde. Es gibt Bündnisse auf Zeit, das läuft dann ab und dann gehen sie wieder ihre eigenen Wege, aber befreundet sind die in Wahrheit nicht. Ich habe nie 2 Freunde in der Politik, 2 wirkliche Freunde kennengelernt, die sich aufeinander verlassen konnten. So, die Migration bleibt ein großes Thema, wenn auch nicht das Hauptthema, hat Merz für den Wahlkampf angekündigt. Das zweite Thema soll die Wirtschaft sein. Christian, setzt Merz auf die richtigen Themen? Wenn man jetzt sich umguckt im Land, dann sind das vermutlich die beiden beherrschenden Themen. Man muss sehen, Deutschland ist gerade wirtschaftlich allen Gebieten hinten dran, auch in Europa jetzt gar nicht, erst recht nicht in der Welt. Energiepreise und so weiter und so fort, die großen Produktionen wandern ab. VW, die deutsche Inkarnation der wirtschaftlichen Leistung, denkt das erste Mal über Werksschließung in Deutschland nach, hat den internen Beschäftigungsgarantie, der seit Anfang der 90er oder Mitte der 90er Jahre gilt, aufgekündigt. Da müssten alle Glocken angehen. Das ist einfach so. Und das sind die Themen, die die Menschen machen. Und wenn er sagt Wirtschaft, ja, wenn Wirtschaft auch beinhaltet, wirtschaftlich an den Klimawandel zu denken. Das heißt, nicht nur feuern, was das Zeug hält, sondern gucken, wie kann man auch diese moderne Transformation der Wirtschaft hinbekommen, ohne sie absolut zu schwächen und die Grundlagen, zum Beispiel Energie der Wirtschaft, so zu zerstören, dass wir da nicht kommen. Und Migration, auch wenn jetzt die Grünen wie in Hamburg sagt, ja, wir sind die Partei, die für die innere Sicherheit da zuständig ist und wir kriegen das alles in den Griff, dann kann ich nur sagen, diese Traumtänzerei, das müssen wir aufhören und wir müssen die Bedürfnisse und die Sorgen der Menschen wirklich ernst nehmen. Es geht nicht um AfD-Position, überhaupt nicht. Aber nochmals, ich habe es in einer der anderen Sendungen schon gesagt, die Bürgermeister, die Bürgermeisterin, die Landräte, überall im Land, egal welcher politischen Couleur, die sagen, Freunde, wir können nicht mehr. Wir können auch nicht die Zuständigkeit für die Abschiebungen mehr übernehmen. Wenn ihr das so wollt, müssen es die Länder und der Bund machen. Und das muss man ernst nehmen. Man muss ernst nehmen, dass die Menschen, wenn Hamburg, ich meine, Hamburg, Gebreberbahn und Jungfernstieg sind Synonyme. Wenn die Hamburger nicht mehr sich trauen, an den Jungfernstieg zu gehen, und dann sind es keine Presseenten und keine Stimmungsmachen, sondern dann ist es diffuse, wappelnde Angst. Und das muss man ernst nehmen. Und genau so sehe ich es, und da weiß ich nicht, ob die CDU das dann wirklich macht. Es werden die Zuschüsse für Sportvereine gekürzt, weil die wirtschaftliche Lage es nicht hergibt. Gleichzeitig werden Millionen für Fahrradwege ausgegeben. Das hinkt und das wissen die Leute. Und wir müssen andere wirtschaftliche Prioritäten setzen. Wir müssen die jungen Leute über Sport wieder in die Gesellschaft integrieren, nicht nur über TikTok und nicht das der AfD überlassen, sondern wir müssen genau diese Gebiete stärken, die wir brauchen, damit wir Heimat da bieten im positiv besetzten Sinne. Und wenn Merz das damit meint, Wirtschaft stärken und sich um Migration kümmern, dann sind es die richtigen Themen. Ich mache noch eine Ergänzung, lieber Christian, stimme dir vollkommen zu. Ansonsten, für das wichtigste Thema in dem Land halte ich Staatsversagen. Der Staat versagt, wohin man schaut. Ich will nur auf die Bahn verweisen. Aber ich habe jetzt gerade hier in Berlin eine besonders katastrophale Nachricht erlebt. Das ist ein paar Wochen her und es ist eine amtliche Zahl, also von den Justizbehörden. Da waren in Berlin 125 verurteilte Mörder und Totschläger auf freiem Fuß, weil die Haftbefehle nicht vollstreckt werden konnten. Das läuft in Berlin so vorbei.
Da ist in den Nachrichten des Fernsehens, des RBB, gar nicht drüber diskutiert worden. Das wurde gemeldet und Punkt, da war das erledigt. Das sind doch katastrophale Geschichten. Da muss man doch sehen, was die für eine Wirkung auf die Menschen haben. Also wenn wir so Wolken schieben, wir reden über Wirtschaft und über Migration, das ist auch schon wichtig, weil Migration erwischt jeden. Jeder sieht das, was Migration bedeutet. Aber es gibt so viele Themen, wo der Staat nicht mehr in der Lage ist, den Menschen ein geordnetes Leben zu garantieren, dass ich ehrlich gesagt gar nicht wüsste als Politiker, wo ich anfangen soll. Jedenfalls gibt es jede Menge zu tun und sehr ernsthafte Sachen. Jede Menge zu tun ist das Stichwort für eine nächste Frage an dich, Uli. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich geäußert zu der Merz-Kandidatur mit den Worten, es ist mir recht, wenn Herr Merz den Kanzlerkandidat der Union ist, und mit seinem verschmitzten Scholz-Schlumpflächeln. Doch wie recht ist Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten? Wenn Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter noch einmal Boris Pistorius für das Kanzleramt ins Gespräch bringt, müsste dann nicht die SPD, wenn sich Scholz so positioniert, ich mache es und ich gewinne, dann hat es eigentlich, was der Reiter sagt, überhaupt keine Chance. Die SPD müsste den Scholz eigentlich ja dann vom Hof jagen. Und wenn sie jetzt sagt, wir treten in der nächsten Wahl mit Pistorius an, dann ist die Regierung zu Ende, dann müsste es ja jetzt schon Neuwahlen geben. Der Pistorius könnte in eine existierende Koalition hinein zum Kanzler gewählt werden. Das ist theoretisch denkbar. Aber diese Kraft bringt doch die SPD gar nicht mehr auf. Das würde auch bedeuten, dass Olaf Scholz selbst verzichtet. Der denkt aber gar nicht dran. Wer möchte denn auch so abtreten, sozusagen in Schimpf und Schande abtreten, mit einem solch schlechten Image gescheitert als Bundeskanzler, selbst die Fahne eingezogen? Das wird der Olaf Scholz niemals tun. Er sagt ja bei jeder Gelegenheit, er wird die Wahl gewinnen. Und die beiden SPD-Vorsitzenden sind ja selbst Unglücksraben der, wie soll ich sagen, der beeindruckendsten Art. Ich weiß nicht, ob es neben Frau Esken noch eine andere Figur geben könnte, die noch katastrophaler wäre als sie. Die Frau mobilisiert ja alle Wähler gegen die SPD. Also wie man ehrlich mit zwei solchen Vorsitzenden agieren kann, ist mir ein Rätsel. Die beiden jedenfalls haben die Kraft, nicht einen Kanzlersturz zu inszenieren und einen anderen aus dem Hut zu ziehen. Das müsste Scholz selber tun. Er tut es nicht. Und Pistorius putscht auch nicht gegen ihn. Um im Amt zu bleiben, ist natürlich Merz genau der Richtige. Das ist nun kein Brenner, ja, der irgendwie antritt und alles umwalzt. Tut er nicht. Wir kennen ihn. Scholz kennt ihn auch. Und deshalb hat Scholz völlig recht, wenn er sagt, es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist. Es ist ihm sehr recht. Es ist ein Traumkandidat für Scholz. Das ganze Boris Pistorius-Gespräch eigentlich nur ein Journalistengedanke? Ja, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat geworden wäre, bin ich ziemlich überzeugt, dass dann Pistorius gezogen worden wäre. Denn Söder ist der weitaus gefährlichere. Da braucht man einen frischen Mann, der Sympathien und Wähler zieht. Einen, der viel mehr Wähler zieht als Olaf Scholz. Aber nun ist es ja Merz geworden und die beiden lehnen sich aneinander und taumeln in die Bundestagswahl 2025. Und Boris Pistorius hält sich bedeckt und sollte die Union die Bundestagswahl gewinnen, Merz also Kanzler werden, dann ist Boris Pistorius natürlich der Vizekanzler und Olaf Scholz ist dann nicht mehr in der Politik und die SPD wird zwei neue Vorsitzende kriegen und das ganze Spiel beginnt auf einer völlig neuen Grundlage. Danke, lieber Uli, für deine Einschätzung. Merz gegen Scholz oder Merz gegen Pistorius? Das werden wir nun noch Morten Freidel fragen. Der Mann ist stellvertretender Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland. Und wir sprechen mit ihm darüber, wie viele grüne Themen sich der Wahlkampf 2025 leisten kann. This episode is brought to you by Starz. Lisa Tadeo's best-selling book is about to become your favorite new show. Based on a true story, the new Starz original series, Three Women, stars Shailene Woodley as Gia, a grieving and struggling writer who embarks on a cross-country road trip where she meets three women determined to radically change their lives. This one is not to be missed. Watch the season premiere of Three Women now, only on Starz and the Starz app. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance.
RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV Insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. Klartext, Klartext. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Energiepolitik hat ihn früher eigentlich nie interessiert. Jetzt kommt ein Zitat. Schon die Fotos zu diesen Artikeln sahen so anstrengend aus, dass ich die meisten Texte gar nicht erst las, bekennt er. Doch mit einer Titelgeschichte, die er für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreiben sollte, begann für ihn die persönliche Energiewende. Darüber wollen wir heute sprechen und natürlich auch über die Frage, wie viel Grün der Wahlkampf 2025 verträgt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Morten Freidel, stellvertretender Chefredakteur der NZZ Deutschland. Ja, danke. Lieber Herr Freidel, wie war das damals, ein paar Monate nach Russlands Überfall auf die Ukraine, mit Ihrem ersten Artikel über Energiepolitik? Was war das Thema? Was hat Sie stutzig gemacht? Ja, also wie Sie sagen, ich habe mich am Anfang nicht groß für Energiepolitik interessiert. Ich habe vor allen Dingen nicht verstanden, warum man da überhaupt politisch drüber diskutieren muss. Aus meiner Sicht ist das eine relativ einfache Sache. Die Politik legt Regeln fest, die Energiekonzerne verkaufen ihren Strom, fertig. Aber mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine haben sich die Bedingungen in Deutschland, um Energie zu erzeugen, ja radikal gewandelt, indem das russische Gas immer teurer wurde und dann irgendwann völlig ausblieb und damit auch letztlich die Bedingungen unserer Energiewende. Soweit war ich am Anfang gar nicht. Bin ich erstmal der Frage nachgegangen in einer Titelgeschichte, ob es Sinn ergeben würde, die drei Atomkraftwerke, die wir noch hatten, weiterlaufen zu lassen. Und damals wollte ich auch diese Geschichte nicht unbedingt machen, war der Meinung, naja, es gibt wichtigere Themen. Und dann habe ich mir das angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Bundesregierung eigentlich überhaupt keine guten Argumente hat, diese Kraftwerke abzuschalten. Ganz im Gegenteil, man müsse eigentlich jedes Atomkraftwerk, was man hat, wieder zurück ans Netz holen. Dann habe ich mich immer mehr dafür interessiert und bin irgendwann der Frage nachgegangen, ob es Sinn ergibt zu fracken. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, auch das ergibt sehr viel Sinn. Und auch da sagen inzwischen Umweltschützer, dass es gut möglich ist, kann man gut machen in Deutschland. Das würde die Energieversorgung auf Jahre hinaus sichern, würde die Gaspreise massiv drücken. Und wir brauchen ja das Gas als Brückentechnologie für die Klimaneutralität. Naja, und irgendwann bin ich dann zu der Kardinalfrage gekommen, was machen wir da eigentlich? Machen wir da eigentlich das Richtige mit der Energiewende? Das, was wir da vorhaben, führt das eigentlich zum Erfolg? Naja, und dann war ich ja schon einiges gewohnt, nachdem ich da mehrere Geschichten drüber gemacht hatte. Aber auch damit hatte ich dann noch nicht gerechnet, dass mir dann Physiker aller möglichen Institute in Deutschland gesagt haben, naja, das ist mindestens unrealistisch, was wir da vorhaben, wenn nicht völlig illusorisch. Und da die öffentliche Wahrnehmung dieser Energiewende und das, was Experten darüber sagen, so weit auseinanderklaffen, habe ich gedacht, das ist doch mal ein spannendes Thema für ein Buch. Herr Freidel, Sie erheben in Ihrem aktuellen Buch »So rettet ihr das Klima nicht«, so der Titel, den Vorwurf, dass sich die amtierende Bundesregierung überhaupt nicht an ihre eigenen Experten hält. Wie meinen Sie das denn? Naja, es wurde, als das Fracking 2017 durch die Große Koalition verboten wurde, eine Expertenkommission ins Leben gerufen, die dann in aller Ruhe untersuchen sollte, wie sicher oder unsicher das Fracking in Deutschland eigentlich ist. Und die hat sich mehrere Jahre lang Zeit gelassen. Ich glaube, 5 waren es insgesamt. Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, bis 2021 mit ihrem, um ihren Bericht vorzulegen. Und hat dann in diesem Bericht festgehalten, dass es kaum Risiken gibt, in Deutschland zu fracken. Also das Risiko für Erdbeben, glaube ich, sehr gering. Das Risiko für Grundwasserverseuchungen mindestens gering. Und die kam halt zu dem Schluss, man kann das mit sehr vertretbarem Risiko inzwischen machen. Und diese Expertenkommission wurde aber überhaupt nicht angehört. Also das Allerwitzigste war, wir haben mit den Experten damals gesprochen, ich und ein Kollege damals der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, und die haben alle auf einen Anruf gewartet aus dem Bundestag, dass mal irgendein Bundestagsabgeordneter anruft und sagt, ja, stellt uns doch mal euren Bericht vor in unserem Ausschuss, lasst uns doch mal darüber reden oder mindestens mal eine breite Debatte im Bundestag darüber. Die hat es nicht gegeben. Und als wir dann die Bundesregierung angefragt haben, die Ampelregierung, und gesagt haben, hey, wie sieht's denn jetzt eigentlich mit Fracking aus angesichts des Ukraine-Krieges und dieser Gasmangellage, in der wir im Moment stecken. Sie erinnern sich, die Deutschen sollten sich mit dem Lappen waschen statt duschen. Das empfahl ja damals Winfried Kretschmann.
naja, jede Kilowattstunde zählte und wir sollten überall alle Gas einsparen. Und dann haben wir mal gefragt, ergibt es dann nicht eigentlich Sinn, das nochmal ins Auge zu fassen, wo es doch auch diese Expertenkommission gibt? Und daraufhin hat die Bundesregierung die bekannten Argumente wiederholt und einfach gesagt, also uns gegenüber, und einfach mitgeteilt, nein, Fracking sei riskant für Umwelt und Grundwasser. Und deshalb ziehe man das nicht in Erwägung. So, also man hat das einfach weggebügelt, obwohl man ja eigentlich selbst diese Expertenkommission beauftragt hat, das zu prüfen. Und jetzt kommt noch was Witziges hinzu. In dieser Expertenkommission saßen keine Wirtschaftsvertreter, wo man jetzt vielleicht auch sagen könnte, gut, da erwartet man das, dass sie sagen, Fracking ist gut. Ja, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Sondern das waren vor allen Dingen Umweltschützer. Also da saßen Leute vom Helmholtz-Institut. Also wirklich Leute, die uns auch am Telefon versichert haben, Vorsicht ist bei uns das Wichtigste. Ja, wir machen das immer doppelt sicher, im Zweifel mit Hosenträger. Und die kamen also zu dem Schluss, bei Fracking gibt es kein großes Risiko. Ja, und die Bundesregierung hat das ignoriert. Ja, darf ich eine Nachfrage stellen? In Hamburg ist im Moment eine einzige Baustelle, nicht nur wegen Fahrradwegen, sondern auch wegen Fernwärme. Man setzt jetzt voll auf Fernwärme und ich war bei vielen dieser Gesprächen und Ausschüssen da drin. Und dann hat der Senat, bevor es dann da losging, auch einen Expertenbeirat mit Professoren, Ingenieuren, Physiker, Wärmetechniker, Umweltschützer eingerufen und die ging es um Standort und wie macht man das? Und dann haben sie einen Standort gefunden, der hätte 250 Millionen und das gekostet. Der Senat hat sich aber gegen diesen Expertenrat durchgesetzt und gesagt, nein, wir machen das auf der anderen Seite der Elbe, wir buddeln die ganze Stadt auf, das Ganze kostet jetzt über 1 Milliarde und es wird einfach so gemacht. Ist dasselbe Beispiel, was Sie gerade sagen. Was glauben Sie, was steckt denn da hinten dran? Ist das nur Ideologie? Man setzt eigene Experten ein, das Ergebnis passt einem nicht und dann wischt man es vom Tisch. Warum macht man das? Also in dem Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, das ist auch ein Thema in meinem Buch. Weiter hinten gibt es dann Kapitel zu, geht es glaube ich noch um was anderes. Es geht darum, dass die Deutschen inzwischen so wohlhabend sind, dass sie zwar Energie rund um die Uhr wollen und auch alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens, dass sie aber nicht in irgendeiner Weise in Berührung mit den unangenehmen Folgen davon geraten wollen. Also sie wollen, dass bei ihnen um sich herum alles so bleibt, wie es ist. Da soll kein Kraftwerk stehen, da soll nicht gebuddelt werden, da soll nicht irgendein Baulärm sein, da soll einfach alles, da sollen die Wiesen unberührt bleiben, sage ich mal. Und das ist ja auch in gewisser Weise verständlich. Jeder, der irgendwo wohnt, möchte erstmal, dass es da ruhig bleibt. Aber so hat man sozusagen die Widersprüche der Moderne bestehen darin, dass wir beim Klimaschutz schon einige Dinge werden tun müssen, die vielleicht nicht alle toll finden. Ja, dazu gehört zum Beispiel aus meiner Sicht der Bau von Atomkraftwerken. Also wir werden ohne Atomenergie niemals die Energie erzeugen in der Masse, die wir brauchen, um die Annehmlichkeiten des modernen Lebens, die wir im Moment genießen. Also wir reisen in den Urlaub jederzeit, wann immer wir wollen. Wir fliegen zu Terminen. Alleine die Energie, die Sie dafür brauchen, die ja jetzt im Moment noch fossil ist, um die zu ersetzen, da brauchen Sie so unglaublich viel Energie, da werden Sie auch solche Kraftwerke benötigen, um Ihnen nur so ein Beispiel, nur das Beispiel zu geben. Und ich glaube, da steckt sozusagen die Angst der Politik dahinter, letztlich den Bürgern etwas zuzumuten, was unbeliebt ist. Das ist das eine. Und das andere ist, Sie haben gesagt, Ideologie. Ja, ich bin inzwischen zu der Meinung, dass was das Große angeht, also die Energiewende im Ganzen, ich glaube, ja, das ist zum Teil sehr stark ideologisch motiviert, insbesondere bei den Grünen. Und hier geht es vor allen Dingen darum, auch das ist eine These in meinem Buch, als ich dann zu dem Schluss gekommen bin, okay, so wie wir das machen, funktioniert das gar nicht, habe ich mich gefragt, warum machen wir es denn dann so? Und dann habe ich mich mal mit diesem Begriff Energiewende auseinandergesetzt. Wann ist der eigentlich entstanden? Und der ist Anfang der 80er Jahre entstanden. Das war immer ein grünes Projekt. Und Sie werden sich jetzt nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, es ging dabei immer vor allen Dingen um den Atomausstieg. Das war die Hauptsache. Es ging nie um den Kohleausstieg. Vor allen Dingen am Anfang nicht. Ganz am Anfang war das Konzept 50% Kohle, 50% Erneuerbare. Das war die Idee Anfang der 80er Jahre. Und erst später wurde dann der Klimaschutz da drauf gesattelt, weil man gesagt hat, oh, CO2 ist ja auch ein Problem. Da sollten wir uns ja auch drum kümmern. Aber am Atomausstieg hat man trotzdem festgehalten. Und das hat man ja jetzt auch zuletzt noch getan, obwohl die Energiekrise und der Krieg Russlands gegen die Ukraine völlig klar gemacht haben, dass der Weg, auf dem wir sind, ein Irrweg ist. Man hat trotzdem daran festgehalten, an diesem Ausstieg. Und aus meiner Sicht steckt da ein sehr starker ideologischer Kern hinter, ja. Ergänzend, mein Eindruck ist das auch. Es gilt in Deutschland das Glaubensbekenntnis der Grünen.
Und die haben sich in der Politik, auch in der öffentlichen Diskussion, derart durchgesetzt, dass sich keiner mehr wagt, sich mit ihnen anzulegen. Das wird einen längeren Diskussionsprozess erfordern und vielleicht auch, dass die Grünen nicht mehr der Bundesregierung angehören und man dann einfacher diskutieren kann. Aber zurück zu unserem Thema. Man hat beim Klimaschutz... Aber man darf die Union nicht aus der Verantwortung lassen. Ja, also absolut. Die Union hat durch den Atomausstieg nach Fukushima letztlich ja der Deutungsmacht der Grünen erst, also den Grünen erst aufs Pferd geholfen. So muss man sagen. Ohne diese Kehrtwende der Union hätte es ja nie diesen öffentlichen Dammbruch gegeben. Also man muss das sozusagen dazu erklären. Das kann man sogar namentlich festmachen. Das war damals der Umwelt- und Reaktorminister Röttgen, der Angela Merkel über ein Wochenende hinweg erpresst hat. Entweder sie steigt aus oder er tritt zurück. Und da das vor einer wichtigen Landtagswahl war, ich meine, es war die in Baden-Württemberg, hat sie dem nachgegeben. Das hat sie ihm auch nie verziehen. Deshalb hat sie ihm hinterher, als er die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen verloren hat, auch sofort aus ihrem Kabinett geworfen. Aber er persönlich war das. Und Angela Merkel hat sich nie gerne erpressen lassen. In diesem Fall hat sie die Erpressung nachgegeben mit den bekannten Folgen. So, man hat beim Klimaschutz der Ampelregierung den Eindruck, dass es viele Gewissheiten gibt, die eben einfach so sind. Die hat man angenommen und die bleiben. Das gilt für E-Autos statt Verbrenner, aber auch für Wärmepumpen statt Öl- und Gasheizungen und für Windkraft statt Atomkraft. Macht die Ampel damit einen Fehler? Ja, aus meiner Sicht macht sie damit einen sehr, sehr großen Fehler. Also da gibt es zwei Punkte zu. Der eine ist ganz grundsätzlich, man kann aus meiner Sicht Klimaschutz viel einfacher machen, indem man sagt, man macht Kohle, Öl und Gas teuer. Das macht der Emissionshandel. Und dann setzt man auf radikale Technologieoffenheit. Man überlässt es also komplett dem Markt, dafür eine Lösung zu finden, dass Kohle, Öl und Gas immer teurer wird, dass also auch das Tanken an der Zapfsäule zum Beispiel immer teurer wird. So, dann kann das der Markt lösen, indem er Elektroautos bietet, die so erfolgreich sind, dass die Leute die gerne kaufen. Oder er kann in Chile irgendwelche Farmen aufbauen für synthetische Kraftstoffe, die dann nach Europa verkauft werden. Und sozusagen, dann können die Leute weiter ihre geliebten Verbrennerautos fahren. Welche Lösung sich dann durchsetzt, wird vom Preis abhängen, also auch von der Menge, die da produziert wird dann an synthetischen Kraftstoffen und wird einfach der Markt regeln. Das ist immer das ganz prinzipielle Argument. Was wir aber machen ist, wir machen eine unglaublich dirigistische Klimapolitik. Wir greifen überall ein und die Politiker wissen immer viel besser als die Unternehmer, welche Lösung am Ende die Goldstandardlösung ist. Und die Politik hat sich da immer festgelegt. Das ist die Wärmepumpe, das ist in jedem Fall irgendwie das Elektroauto und es gibt auch sehr, sehr gute Argumente für das Elektroauto und auch für die Wärmepumpe. Ich will die gar nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, man sollte das nicht vorab festlegen. Das ist ein riesengroßer Fehler und man könnte sich es viel einfacher machen. Die FDP ist ja oft nach außen hin wird's dargestellt der Bremser, was die Verbote in der Ampel angeht. Sie sagt zum Beispiel E-Fuels statt Verboten von Verbrennermotoren gefordert. Warum steht die FDP eigentlich so schlecht da, wenn die Position, die Sie ja gerade geschildert haben, dass man da nicht nur ideologisch handeln soll, sondern auch industriemäßig handeln soll und Ingenieurlösungen zulassen soll? Warum steht die FDP denn dann so schlecht da? Wird das nicht gewertschätzt, was sie sagt? Auch da gibt es wieder zwei Erklärungen. Also das eine ist, es gibt in Deutschland hat der Liberalismus traditionell einen schweren Stand. Also man hat nicht die Tradition wie in anderen Ländern, beispielsweise in Großbritannien, wo der Liberalismus eine große Tradition hat, jetzt Ralf Dahrendorf mal ausgenommen. Liberalismus war in Deutschland eigentlich immer schon eher eine schwache Bewegung. Dabei wäre das jetzt, täte das gerade angesichts des Drucks, den der Klimaschutz uns auferlegt, wäre das wichtiger denn je, dass man einen Liberalismus hat, der sozusagen innerhalb dieser Grenzen, die wir festlegen, der Transformationsgrenzen, dann maximale Freiheitsgrade erhält. Was wir aber jetzt machen, ist genau das Gegenteil. Wir reduzieren die Freiheitsgrade noch zusätzlich extrem, indem wir vorgeben, welche Technologien nun die richtigen seien. Wenn ich mir teilweise die Diskussion in der Öffentlichkeit ansehe, dann herrscht ja so das Bild vor von der FDP als die Egoistenpartei nach dem Motto, das ist die Vorfahrtspartei. Das sind die Leute, die wollen einfach ihren Porsche fahren und 250 auf der Autobahn fahren und sonst von der Welt nichts wissen. Und zum Teil ist da auch was dran. Also gibt bestimmt solche Wähler.
Ja, die sagen, lasst mich doch einfach in Ruhe. Aber es tut der Partei total Unrecht. Es tut auch Christian Lindner aus meiner Sicht Unrecht. Sicherlich hat das aber auch mit den Fehlern der Partei in der Vergangenheit zu tun. Also Westerwelle hat nicht immer in der Vergangenheit sehr geschickt agiert und dann auch dieses Bild der Klientelpartei gefestigt in der Öffentlichkeit. Aber es ist ganz schwer, dagegen anzugehen. Also auch gerade, wenn Sie in bestimmten Medien lesen über die Liberalen, da wissen Sie schon vorher, was da drin steht. Ja, die FDP, möchte ich ergänzen, nimmt halt selten die Menschen, wenigstens einen Teil der Wähler, mit, indem sie denen klar macht, warum sie diese Positionen vertritt und dass es auch ihren Interessen dient, sondern sie argumentiert häufig rein technokratisch und vom Konferenztisch aus und argumentiert nicht richtig und dann kommt es nicht an und die anderen machen sich über sie her. Ich meine, die FDP ist in dieser Koalition die meistgehasste Partei, sowohl von SPD als auch von den Grünen. Die haben da gar nichts zu gewinnen. Jetzt sage ich mal, aus meiner Sicht sollten sie, sobald es geht, aus der Ampel verschwinden. Gehen wir mal weiter im Thema. Das Heizungsgesetz von Robert Habecks Ministerium gilt als Wendepunkt der Ampel. Manche sagen als Kipppunkt. Von da an ging's bergab, weil den Menschen klar wurde, welchen Preis sie für grüne Politik zahlen müssen. Funktioniert Klimaschutz nur mit Verboten? Nein, das schließt an das, also ganz im Gegenteil, das schließt an das, was ich eben gesagt habe. Was wir machen, ist genau falsch. Was wir tun müssten, ist, dass der Emissionshandel, dass es Leitplanken gibt, die das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas immer teurer machen und dass innerhalb dieser Grenzen dann aber eben maximale Freiheiten gelten. Wenn wir jetzt anfangen, Dinge zu verbieten, schneiden wir uns absolut ins eigene Fleisch. Und am schlimmsten, und ich glaube, das ist den Deutschen in dieser Drastik nicht klar, ist in dieser Hinsicht der Atomausstieg. Denn ein Atomkraftwerk zu bauen dauert sehr lange und ist sehr teuer. Und wenn sie es erstmal abgeschaltet und zerstört haben, dann kriegen sie es so schnell nicht wieder. Und dass Deutschland das gemacht hat und auch wirklich durchgezogen hat, obwohl es diesen Weckruf gegeben hat 2022, ist mir heute noch vollkommen unbegreiflich. Und wie jetzt gesagt, frage ich Sie nochmal, Entschuldigung, wenn ich eine Ergänzungsfrage habe, um das mal anzuschneiden, das Thema. Der wichtigste Einwand gegen die Fortsetzung der Atompolitik lautet ja, was machen wir mit den abgebrannten Brennelementen? Das heißt, was machen wir mit dem Atommüll? Welche Antwort geben Sie da? Also dazu kann ich ganz viel sagen. Das erste ist, die Erderwärmung ist schlimmer als ein Endlager. So. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, das hat, wie viel Atommüll die amerikanischen Atomkraftwerke, die seit fast, ja, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren zum Teil oder 60 Jahren auf jeden Fall laufen, wie viel Atommüll haben alle amerikanischen Atomkraftwerke, das sind über 90 Stück, in ihrem gesamten Lebenszyklus hinterlassen. Das ist so viel, das passt alles in das Wiener Ernst-Happel-Stadion. Nun ist das Wiener Ernst-Happel-Stadion stattlich. Aber das ist gemessen an der Menge an Strom, die diese Kraftwerke geliefert haben, unglaublich wenig Müll. So. Und in Deutschland wird diese Debatte völlig verzerrt geführt. Es wird immer suggeriert. Wo vergraben die Amerikaner das? In irgendeiner Wüste? Die Amerikaner können das irgendwo vergraben, weil sie ein großes Land haben. Wo ist mir dann ehrlich gesagt auch relativ egal. Aber die Amerikaner vergraben es im Moment auch überhaupt nicht, weil die Amerikaner das als den Brennstoff der Zukunft erachten. Denn es wird dort mit Hochdruck an neuen Reaktorkonzepten geforscht. Das Problem unserer derzeitigen Reaktorkonzepte ist nämlich, dass sie noch nicht alles von diesem Brennstoff maximal ausnutzen, sogar nur relativ wenig Energie dieser Brennstoffe verwerten. Und der Rest bleibt dann als strahlender Atommüll zurück. Die neueren Reaktorkonzepte, und die jetzt schon relativ weit fortgeschritten sind, nun bin ich kein Nukleartechniker und kann Ihnen nicht sagen, wann die so weit sind, aber die neuesten Reaktorkonzepte wollen eben diesen Brennstoff deutlich effizienter ausnutzen. Und dann ist eben auch das, was wir bisher an abgebrannten Brennstoffen irgendwo haben, ist das als Rohstoff zu bewerten. Insofern würde ich diese ganze, also es wird ein riesen Popanz in Deutschland aufgebaut über unser Endlager. Und jetzt noch ein letztes Argument. In Finnland, da sind die Grünen für die Atomenergie, das ist auch übrigens bemerkenswert. Dort hat man ein Endlager, ist man schon fast fertig damit, das Endlager zu bauen. Und man hat damals in mehreren Regionen nachgefragt, ob sie in der Lage wären oder ob sie sich in der Lage sähen, dieses Endlager bei sich zu bauen. Die haben alle hier geschrien. Ja, also dort gibt es überhaupt gar kein Problem, ein Endlager zu finden. Das ist in Deutschland eine politisierte, aufgeladene Debatte. Die gibt es so nur in Deutschland. Sagen, die Energiewende ist gescheitert, das ist ja Ihr Standpunkt. Und wir reden über Atomkraftwerke und alles. Wie starten wir denn jetzt die Klimawende neu? Wenn wir sagen, okay, das ist gescheitert, aber wir wissen alle, wir müssen handeln. Wie starten wir es denn neu?
Ja, ich bin da pessimistisch, aber ich tue jetzt mal so, als wäre ich optimistisch. Also das erste Sofortprogramm wäre, alle Reaktoren, die wir haben, sofort zurück ans Netz. Das wird sehr teuer werden, also die müssen erstmal ertüchtigt werden. Das kostet dann zwischen 1 bis 2 Milliarden pro Reaktor. Aber selbst das ist eine gute Rechnung. Also das ist wenig Geld, wenn Sie überlegen, was Sie stattdessen tun müssen. Stattdessen müssten Sie nämlich in Deutschland bis zu 40 Gaskraftwerke bauen, in kürzester Zeit, die alle dann immer nur ganz kurz einspringen können, wenn mal gerade der Wind einschläft, von denen also auch keiner genau weiß, wie die rentabel sein sollen. Deswegen möchte sie auch im Moment noch kein großer Stromkonzern bauen. Das heißt, die müssten auch bezuschusst werden, diese Gaskraftwerke. Also das ist sehr gut angelegtes Geld, will ich sagen. Ja, also alle Atomkraftwerke, die wir haben und die irgendwie wieder ertüchtigt werden können, sollten ertüchtigt werden und zurück ans Netz. Das sind dann mindestens 5, 6 Stück. Das sind schon mal 12% unseres Stromes, die am Band mitlaufen. Die sind einfach immer da. Die stehen immer zur Verfügung. Das erhöht, wie gesagt, die Freiheitsgrade in unserem System, in unserem Stromsystem enorm. Dann müssen wir die Schwankungen nicht mehr ständig ausgleichen. Jedenfalls nicht mehr in diesem Ausmaß. Wir müssen nicht ständig sozusagen unsere Netze überall ausbauen, weil auch da die Netzstabilität durch einige große Kraftwerke, die zwischendrin stehen und die dauerhaft laufen, gewährleistet ist. Wir sparen also unglaublich viel Geld bei der Transformation. Und langfristig würde ich sagen, sollte man auf ein Mischsystem hinlaufen, Atomenergie und Erneuerbare. Und meinetwegen noch importierte Gase aus dem Ausland, importierte grüne Gase, wobei das Zukunftsmusik ist und da würde ich ehrlich gesagt nicht drauf wetten, da würde ich einfach nur sehr offen sein, wie die weitere Entwicklung ist. Also wenn jetzt irgendwie in der Sahara große Solarfarmen entstehen und die dann irgendwie synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff zu uns importieren können, sollten wir das natürlich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Aber eben nur, wenn das auch passiert. Das Problem in Deutschland ist, dass wir jetzt darauf wetten. Wir setzen einfach darauf, dass das in wenigen Jahren alles zur Verfügung steht. Wenn man sich die Top-Themen für den Wahlkampf 2025 anschaut, dann stehen jedenfalls im Moment Migration und Wirtschaft ganz oben auf der Liste, vielleicht noch ein bisschen Frieden in der Ukraine. Und die Zeit für grüne Themen scheint abgelaufen zu sein. Ist das so? Und woran liegt das? Können es die Leute nicht mehr hören? Ja, das Problem sehe ich leider mit meinem Buch. Dabei ist das so, dass wir ja trotzdem weiterhin unter dem Druck des Klimaschutzes durch den europäischen Emissionshandel stehen. Also unsere Kohlekraftwerke werden immer teurer, wenn wir sie anwerfen wollen, weil wir ja im europäischen Emissionshandel drinstecken. Das heißt, der Transformationsdruck ist ja weiterhin da. Und was die Leute verstehen müssen ist, dass nur eine kluge Klimapolitik auch am Ende unsere Wirtschaft im Land hält. Also wir werden unsere Industrie nur im Land erhalten können. Wir werden nur Volkswagen und BASF auch noch in 20 Jahren in Deutschland haben, wenn wir eine Energiepolitik machen, die klimaschonende Energie bereitstellt, die gleichzeitig aber auch günstig ist und rund um die Uhr verfügbar. Und jetzt nochmal sehr allgemein, weil wir hier sehr politisch diskutieren. Klimaschutz ganz grundsätzlich, unabhängig von irgendwelchen Koalitionen oder Farbenspielen, wird nur funktionieren, wenn er nicht mit Verzicht einhergeht. Jeder kann persönlich verzichten, so viel er möchte. Da habe ich überhaupt kein Problem mit und ich finde diese Leute auch toll, die das tun. Aber als politisches Programm wird Klimaschutz nur funktionieren, wenn er den Leuten nichts wegnimmt. Wenn die Annehmlichkeiten der Moderne, die wir uns in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, nicht verschwinden werden. Und was wir aber gerade tun, ist, dass wir uns diese Annehmlichkeiten selbst durch unsere Klimapolitik kaputt machen. Wir treiben die Industrie aus unserem Land. Ich drücke das mal anders aus. Klimaschutz funktioniert nur mit Wachstum. Aber wo kriegen wir denn Wachstum her in Deutschland? Im Moment hat man den Eindruck, die Wirtschaft ist erschöpft und hängt durch und steigt im internationalen Vergleich jedenfalls immer weiter ab. Ja, also da gibt es natürlich viele Gründe für. Man muss einerseits Bürokratie, also in Deutschland hat man eine sehr starke Bürokratie, die müsste man zurückbauen, das ist das eine. Dann hat man unglaublich hohe Sozialausgaben, also man hat einen sehr starken konsumtiven Haushalt, der in die unsere Steuereinnahmen fließen in die Sozialausgaben, wenig in Ausgaben für Infrastruktur, in Bildungsausgaben und sonstiges. Das sind aber sinnvolle Ausgaben, die auch auf Dauer was erschaffen. Das sollte sich ändern. Und das Letzte ist, wir brauchen natürlich günstige Rahmenbedingungen. Und dazu gehört auch eine Energiepolitik, nochmal, die günstige, bezahlbare und klimaschonende Energie bereitstellt. Und nicht einfach nur klimaschonende Energie, die aber ultra teuer ist. Und diesen Weg gehen wir gerade. Und das ist natürlich, schafft dann am Ende irgendwann Rahmenbedingungen für die Unternehmen im Land, dass sie sagen, da sind andere Länder, bieten einfach den besseren Deal insgesamt.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie von der Grundidee her selbst ja ein Grüner sind. Wenn ich Sie jetzt da ganz persönlich frage, worin äußert sich denn das? Nur weil Sie so ein Buch geschrieben haben? Oder wo denken Sie, wo man grüne Ideen begrenzen sollte beziehungsweise nicht übertreiben sollte? Also von der Grundidee bin ich ein Grüner, weil ich natürlich auch möchte, ich habe zwei kleine Kinder, dass die auf einem Planeten groß werden, der noch angenehme Lebensbedingungen für sie bietet. Ja, und das gilt sozusagen weltweit. Ich würde jetzt ungern irgendwann eine Erde haben, die sich auf 4 Grad plus über dem Durchschnitt erhitzt. Ich glaube, das ist dann nicht so schön. Das sollten wir unter allen Umständen vermeiden. Das meine ich von der Grundidee. Da bin ich sozusagen, denke ich, auch grün. Aber ich würde eben niemals nicht wollen, dass wir sozusagen diesen Weg erreichen, indem wir die Wirtschaft kaputt machen. Und das wird dann auch keiner sein, der mehrheitsfähig ist. Das ist ganz einfach. Dafür wird auch im Rest der Welt keine Mehrheiten geben. Selbst in Deutschland schon nicht, aber da könnte ich es mir noch am ehesten vorstellen, weil die Deutschen sind schon sehr gut darin, sich selbst zu kasteien. Aber im Rest der Welt überhaupt nicht. So, das heißt, der Klimaschutz wird überhaupt nur funktionieren, wenn er sozusagen mit modernen Annehmlichkeiten vereinbar ist. Und ich glaube, das müssen die Grünen begreifen, gerade die deutschen Grünen. Anderswo sind die Grünen, wie gesagt, da schon deutlich weiter, siehe nur in Finnland, wo sie eben klar für die Atomenergie sich aussprechen und auch kein Problem irgendwie mit moderner Technik haben. Wie gesagt, da sind die deutschen Grünen auf eine gewisse Weise auch ein bisschen, das klingt jetzt hart, aber die sind da so etwas esoterisch. Würde ich fast sagen. Die machen den Eindruck, dass sie irgendwie den roten Faden verloren haben. Sie wissen nicht mehr, wie sie argumentieren sollen, denn sie verlieren in Serie Wahlen und in Umfragen sind sie auch ganz unten. Ist da das Heizungsgesetz wirklich der Schlag gewesen, den sie sich selber verpasst haben und wie wollen sie da wieder rauskommen? Was müssten die Grünen tun, um wieder Boden unter die Füße zu kriegen? Naja, das Heizungsgesetz, das wird jetzt immer so angeführt in der Debatte als der Umschlagspunkt und das war er ja auch in der Öffentlichkeit und das war er deshalb, weil man plötzlich sozusagen gemerkt hat als einfacher Bürger, okay, die gehen so weit oder die gehen potenziell so weit, dass sie mir vorschreiben, welche Heizung ich bei mir jetzt einbauen muss und zwar nur eine einzige und das auch noch in kürzester Zeit und das betraf ja dann auch irgendwelche Hausbesitzer ganz alter Häuser, die dann erstmal aufwendig hätten dämmen müssen und das ist ja zum Teil, hätte das mehr gekostet, als das Haus, in dem diese Leute gelebt haben, noch wert ist in dem Moment, ja. Und woher sollen die das Geld nehmen, ihr Haus in kürzester Zeit sozusagen da Geld reinzustecken, dass das den Wert des Hauses übersteigt? Also das war völlig illusorisch und hat eben allen Deutschen vor Augen geführt, wie weit die Grünen da gehen würden. Nun war das ja nur ein Entwurf. Ja, das war ja kein endgültig beschlossener, das war ja nur sozusagen, wurde ja nach außen in die Öffentlichkeit gebracht, durchgestochen. Aber was müssen die Grünen tun? Sie müssen realistisch werden. Sie dürfen nicht immer den Eindruck erwecken, dass das, was die Grünen tun, richtet sich, sie erwecken den Verdacht, dass sich das gegen die Wirtschaft richtet, was sie tun. Dass ihr Klimaschutz immer nur gegen die Wirtschaft möglich ist. Und ich glaube, das sollten sie tunlichst vermeiden in Zukunft. In einer der vergangenen Wochentester-Folgen hatten wir mit dem Klimaforscher, Sie kennen ihn, Mujib Latif, gesprochen. Und der kritisierte diese absolute Fokussierung auf das 1,5-Grad-Ziel und sagte, das sei falsch, weil völlig klar sei, dass dieses Ziel bereits jetzt nicht mehr erreichbar ist. Sprich, brauchen wir bei der ganzen Klimadiskussion einen neuen, ehrlichen Realismus? Nicht auf der einen Seite die Wirtschaft, auf der einen Seite die wünschenswerte Ziele, wie man das unter einen Hut bekommt? Ja, wir brauchen grundsätzlich mehr Realismus. Im Privaten glaube ich da ohnehin schon längst nicht mehr dran. Da machen China und Indien unter sich aus, ob wir bei 3 oder 4 Grad landen. Ich sage das jetzt sehr hart, aber es ist am Ende so. Letztlich sind die absoluten Emissionen, die diese beiden Länder ausstoßen, sind so dermaßen über allem, was irgendwie Deutschland ausstoßt oder auch Europa. Da wird entschieden, wo wir am Ende landen werden. Wir müssen leider der Wahrheit ins Auge sehen, dass es auch um Anpassung gehen muss. Das ist total verpönt, wenn man das in der öffentlichen Debatte sagt. Aber das ist ein wichtiger Baustein. Trotzdem sollten wir natürlich nicht nachlassen, in unseren Bemühungen CO2 einzusparen, wo immer es geht. Denn das, was in der Luft einmal ist, in der Atmosphäre, das kriegt man da nicht so schnell wieder raus. Also, und natürlich sollte Klimaschutz weiterhin ganz oben auf der Agenda stehen. Denn hier geht es ja wirklich um die Frage, wie lebenswert der Planet in Zukunft noch sein wird und welche Zonen vor allen Dingen dann wie lebenswert sein werden. Also das sind schon wichtige Fragen, sehr wichtige Fragen.
Fragen. Aber ja, also man hat das viel zu idealistisch in den vergangenen Jahren geführt und man hat es vor allen Dingen in Deutschland mit der Brechstange versucht durchzuführen. Und jetzt führt das am Ende nur dazu, dass die Leute Parteien wählen, die am Ende gar keinen Klimaschutz mehr machen wollen. Ja, um es mal anders auszudrücken, etwas grobschlächtiger. Die Bemühungen, um die Klimakatastrophe aufzuhalten, sind offensichtlich gescheitert. Müssen wir jetzt nicht eine ganz andere Politik betreiben, nämlich die Folgen der Klimakatastrophe einzufangen, aufzuhegen, zu begrenzen? Das wäre eine völlig andere Politik. Genau, also das sollten wir tun. Wir sollten nur dabei nicht aus den Augen verlieren, dass es auch trotzdem um Emissionsreduktion gehen muss, weiterhin. Also wir können nicht bei 5 Grad plus landen. Dann wird es hier wirklich sehr, sehr unangenehm auf dem Planeten. Das muss wirklich klar gesagt werden. Ja, also und auch 3 Grad plus ist schon richtig, richtig schlimm. Wie gesagt, sollten weiterhin die Bemühungen auf Emissionsreduktion liegen. Aber das ist eben schwer. Die ganze Weltwirtschaft, die globale Wirtschaft hängt am Tropf von fossilen Energien. Und das auch zu Recht, weil das einfach günstige Energien sind, die zu unseren Füßen liegen und mit denen wir uns unseren und die Moderne sozusagen überhaupt erst erschaffen haben im Zuge der Industrialisierung vor 200 Jahren. Da begann die eigentliche industrielle Moderne und die begann nicht sozusagen ohne Grund mit der Verbrennung von fossilen Rohstoffen. Und sich davon zu lösen, das ist eine Mammutaufgabe und das muss auch allen klar sein und deshalb muss auch jede verfügbare Technologie eingesetzt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Selbst mit der Atomenergie werden wir Schwierigkeiten haben, diese massenhafte Energie, die uns jetzt derzeit zur Verfügung steht, 1:1 zu ersetzen. Deshalb ist die Position der Grünen an dieser Stelle eigentlich fast schon naiv. Ja, und was wir eben auch brauchen, ganz richtig, ist die Anpassung. Sie sehen es ja jetzt an den Fluten. Also in Deutschland wird es häufiger Fluten geben und Dürren. Es wird beides geben. Es wird Dürren geben und Fluten und für beides muss man sich vorbereiten. Und in anderen Ländern werden die Effekte noch viel drastischer sein. Auch das muss man in den Blick nehmen, klar. Reden wir mal über das politische Personal, denn das muss es ja am Ende umsetzen. So gesehen ist Friedrich Merz für das, was wir brauchen, eigentlich eine gute Wahl und wäre Boris Pistorius bei der SPD eine bessere Wahl, da er die Menschen pragmatischer, glaubwürdiger durch diese Krise durchmanövrieren kann, die auf uns zukommt, braucht es nicht eine Persönlichkeit mit echtem Führungsgeschick. Und wer wäre das? Robert Habeck wird kaum Kanzler werden. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den wollte, ehrlich gesagt. Jetzt ziehen Sie mich hier schon wieder voll aufs Politische. Ja, also ich würde auch sagen, Merz ist an der Stelle ein guter Kandidat. Er hat ja auch klar gemacht, er hat das zumindest als Oppositionsführer gesagt, dass er die Energiepolitik der Bundesregierung rückgängig machen würde, dass er also die Atomkraftwerke, er hat sich ja zur Atomenergie bekannt. Leider glaube ich trotzdem nicht, dass er das machen wird. Also ich glaube, die Union wird davor zurückschrecken, wenn sie erstmal selbst in Regierungsverantwortung steht. Und dann steht Deutschland letztlich die gleiche Energiepolitik bevor, wie sie jetzt, also die Weichen sind gestellt. Wissen Sie, das ist das Problem. In Deutschland sind die Weichen durch den Atomausstieg gestellt. Wir können jetzt nur noch so weitermachen letztlich. Also ich glaube, wir können auch noch sehr anders weitermachen. Wir können zurückkehren zur Atomenergie. Ich glaube nur, dass selbst die Union nicht den Mut aufbringen wird, das zu tun. Und das wird dann dazu führen, dass Deutschland sich schleichend deindustrialisiert, weil einfach die Wettbewerbsbedingungen hier, was die Energie anbelangt, dann so schlecht sind, dass es einfach anderswo mehr Sinn ergibt, sozusagen hochindustrielle Produktion zu betreiben. Das würde man dann in anderen Ländern machen und nicht in Deutschland. Und da weiß ich nicht, ob selbst Friedrich Merz, glaube ich, wird am Ende davor zurückschrecken, wenn er dann erstmal selbst Bundeskanzler ist oder werden sollte, so weit zu gehen, zurückzukehren zur Atomenergie. Und ich weiß auch nicht, ob er dann mit seinem Koalitionspartner die nötigen Mehrheiten dafür bekommt. Und ansonsten sehe ich keine andere Möglichkeit. Und noch die Frage, was Uli gestellt hat zu Boris Pistorius. Was glauben Sie da? Naja, Boris Pistorius hat sich als Verteidigungsminister zumindest rhetorisch gut aufgestellt. Was seine Handlungen angeht, lässt es auch sehr zu wünschen übrig. Die Zeitenwende ist abgeblasen. Also der Verteidigungshaushalt ist um 1,2 Milliarden gestiegen. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn Sie sich angucken, was stattdessen der Sozialhaushalt, wie viel Umfang der hat, dann ist die Leistung von Boris Pistorius da nun auch nicht gerade sehr bemerkenswert. Trotzdem gilt er immer noch so als beliebtester Politiker in Deutschland. Ich glaube auch, dass er deutlich besser wäre als jetzt Kanzler Olaf Scholz. Aber Sie müssen sehen, er hat kein Bundestagsmandat. Er ist Minister sozusagen von Olaf Scholz Gnaden.
Und wenn, also er müsste den Aufstand proben, er müsste sozusagen zum Königsmörder werden. Und ich weiß nicht, ob ihm das am Ende gelingt, ob er genug Truppen hinter sich versammeln kann, um Scholz noch auf den letzten Metern auszustechen. Ich habe das Gefühl, die SPD ist in der Hinsicht irgendwie eine Partei, die gelernt hat, mit dem Schmerz zu leben. Also man hält es irgendwie aus, dass Olaf Scholz wahnsinnig unbeliebt ist und dass man in den Umfragen irgendwie dahin dümpelt. Also das, die frühere SPD, sie erinnern sich noch an Gerhard Schröder, der nach der verloren gegangenen Wahl in Nordrhein-Westfalen, als sie bei 37% landete, die SPD, und in heutigen Zeiten ein Traumwahlergebnis. Damals hat er ja dann Neuwahlen ausgerufen. Also davon ist diese Partei heute weit entfernt. Aber ja, rein theoretisch wäre Boris Pistorius natürlich wäre das ein gutes Gespann, Merz-Pistorius. Nur glaube ich selbst da, es müssten sehr strukturell andere Entscheidungen in der Energiepolitik her. Und zwar sofort. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob Deutschland den Willen und den Mut aufbringt, sowohl das politische Personal als auch die eigenen Bürger, um das zu machen. Mit dem Schmerz leben hat die SPD gelernt. Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für diesen Klartext an Morten Freidel, Autor des Buches So rettet ihr das Klima nicht, warum die Energiewende gescheitert ist und was wir jetzt tun müssen, das hat er uns erklärt. Wir empfehlen dieses Buch zur vertiefenden Lektüre und bedanken uns nochmals für das Gespräch. Danke Ihnen. When migraine strikes, you're faced with a choice. Ride it out with the trade-offs of treating or push through the pain and symptoms. With Ubrelvy or Ubrogepant, there's another option. Ubrelvy is a prescription medicine used to treat migraine attacks in adults and is not for prevention. One dose works fast to eliminate migraine pain. Most people had pain relief and some even had pain freedom within 2 hours. Treat it anytime, anywhere, without worrying where you are or if it's too late. People took Ubrelvy within 4 hours of a migraine attack. Do not take with strong CYP3A4 inhibitors or if allergic to Ubrelvy. Allergic reactions can happen and may occur hours to days after use. Get medical help right away if you have swelling of the face, mouth, tongue, or throat, or trouble breathing. The most common side effects were nausea and sleepiness. Ask your doctor about Ubrelvy, the anytime, anywhere migraine medicine. Find more product information at Ubrelvy.com or call 844-4-U-B-R-E-L-V-Y. Sponsored by AbbVie. I live by routines, especially my same-day delivery routine with Shipt. Because when Sunday rolls around, I'm not scared. I got my shopper on the way with all my favorites. Shipt, delight in every delivery. Learn more at Shipt.com. Fragen wir doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Er ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller in Deutschland mit seinem Werk über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte, gelang ihm der Bucherfolg 2023-2024. Denn seine Anleitung zur Heiterkeit steht seit einem Jahr an der Spitze der Bestsellerlisten. Und nun lässt er bei uns die Hosen runter und das kann man ruhig wörtlich nehmen. Denn in seinem neuen Buch mit dem Titel Aua begibt er sich auf die Suche nach etwas sehr Menschlichem. Auch das, was man sieht, wenn man die Hosen runterlässt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Axel Hacke. Ja, hallo, guten Morgen. Lieber Axel Hacke, zählen Sie eigentlich noch mit, wie lange und auf welchem Platz Ihr Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten in der Bestsellerliste steht? Haben Sie diesen außerordentlichen Erfolg erwartet? Also na klar gucke ich da immer nach. Ich war früher mal Sportreporter, da interessiert man sich enorm für Tabellen aller Art. Also das interessiert mich immer sehr. Und also das habe ich nicht erwartet. Ich habe schon erwartet, dass das Thema mit der Heiterkeit die Leute sehr berührt, weil das weiß man einfach, dass in Zeiten, die so ernst sind wie diesen, die Menschen eine enorme Sehnsucht danach haben, nach einer Leichtigkeit. Und wie kann ich das in mein eigenes Leben auch wieder reinbringen, dass nicht alles immer so schwer ist. Und das habe ich mir schon gedacht. Aber dass es tatsächlich so lange so weit vorne ist da, das hat mich dann doch sehr freudig überrascht. Und alles wird wieder gut. Diese tiefe Sehnsucht, gerade in Krisenzeiten, die ist in den Menschen ja so verwurzelt. Wenn man mit Kindern
spricht, Psychologen sagen, das ist ja falsch, erzählt man ja eigentlich immer, naja, ist nicht so schlimm, es wird alles wieder gut. Ist das so ein vielleicht die Grundlage des Erfolges von diesem Buch? Ach nein, es ist ja so, ich sag ja nicht, dass man die Dinge nicht ernst nehmen muss, die ernst genommen werden müssen. Ich bin ja hier nicht irgendwie so einer, der sagt, sieh alles mal positiv, denn das geht ja nicht. Das stimmt ja auch nicht. Also man soll ja nicht lügen, man soll keinen Quatsch reden, das ist es nicht. Aber es gibt eben noch was anderes im Leben. Es gibt noch auch eine andere Sichtweise, die man ja auch nehmen kann. Also das heißt ja nicht, die Dinge zu leugnen, aber es heißt, sie aus einem anderen Blickwinkel auch mal zu betrachten. Also nehmen wir zum Beispiel wenn ich mal als Beispiel die Geschichten von Loriot nehme. Der leugnet ja nicht, wie schwierig alles ist in seinen Sketchen oder so. Wenn sie da mal alles Komische abziehen, dann sind es ja zutiefst traurige Gestalten. Die können ja nicht mal mehr über ein Frühstücksei reden, ohne an Mord zu denken. Also das ist alles da drin. Aber er hätte auch eine Tragödie schreiben können darüber. Aber das tut er nicht. Er tritt ein paar Schritte zurück und sieht es aus einem anderen Blickwinkel. Und da sieht man eben, wie man es auch sehen kann. Und ich glaube, das ist sehr wichtig im Leben, dass man diese heitere Sichtweise immer wieder für sich zurückgewinnt. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wie wird man denn nun ein heiterer Mensch? Was müssen wir tun? Ja, das ist eben nicht so einfach. Das versuche ich in meinem Buch auch gar nicht. Mit erstens, zweitens, drittens. Die Leute hätten immer gern so Handlungsanleitungen. Das ist nicht mein Fall. Also jetzt einfach nur zu sagen, du musst das und das machen oder die Tablette nehmen, dann bist du ein heiterer Mensch. So ist das nicht. Sind Sie denn selbst ein heiterer Mensch? Ich versuche es zu sein und ich bin es auch immer wieder. Aber ich muss auch akzeptieren, dass ich es oft nicht bin. Und gerade deswegen suche ich ja nach dem Weg, das zu sein. Und mir gelingt das eben immer wieder übers Schreiben. Das ist, wenn ich meine Kolumnen schreibe oder meine Bücher schreibe, dann gelingt mir das oft, weil ich da gezwungen bin, einen Schritt zurückzutreten und mein eigenes Leben anders zu betrachten. Das kann man natürlich auch im Normalen, da muss man nicht schreiben dazu, das kann man auch so machen. Man kann immer wieder diesen Schritt zurücktreten und auch das Komische an sich selbst sehen. Das ist, glaube ich, sowieso das Geheimnis des Humors. Leben Sie eigentlich noch in München? Ja, ne? Ja, ja, natürlich. Das ist doch nicht so schwierig, heiter zu sein. Sie erheben sich vom Schreibtisch, gehen auf den Viktualienmarkt und bestellen 2 Weißwürste. Schon ist man heiter, oder? Geht so. Also dazu muss man Weißwürste mögen und man muss die Zeit dazu haben. Und aber grundsätzlich haben Sie natürlich vollkommen recht. München ist eine Stadt, wenn man sich die Stadt leisten kann, muss man dazu sagen, in der es ein bisschen leichter ist, heiter zu sein. Die Stadt ist schon von ihrer Architektur, von ihrer ganzen Anlage her, ist es eine heitere Stadt. Das hat ja, die hat ja viel, viel Italienisches. Die schwingt so ein bisschen. Das stimmt schon. Das ist hier leichter, als es, weiß ich nicht, in Dortmund ist oder so. Keine Ahnung. Herr Hake, ja, das klingt toll. Und wenn Schreiben dann so in Mittel ist, wenn ich jetzt nach Israel, Libanon, Gaza gucke und wenn ich sehe, da explodieren jetzt Handys und Pagers und Funksachen und in der Ukraine, da werden Drohnen hin und her geschickt, es sterben Tausende von Menschen und wir kommen nicht vorwärts beim Klimawandel. Und wenn ich jetzt dran denke, wenn Handys so funkgesteuert werden können, dass man oder die Pager oder was auch immer, dass man sie zur Explosion bringen kann, was bedeutet das in Zukunft für den Flugverkehr und für den Zugverkehr und für alles weitere. Also eine unendliche Spirale geht dann los, kann dann da losgehen. Wie soll man das verarbeiten? Wie kann man sich die Heiterkeit bei all diesen Dingen denn bewahren? Was gibt es da irgend so einen Trick? Und wenn ich dann noch im Supermarkt stehe oder am Fließband stehe, wie soll mir Heiterkeit gelingen? Naja, zunächst mal, indem ich das vielleicht ernst nehme, indem ich die Heiterkeit ernst nehme. Ich kann mich diesen ganzen Tragödien, die Sie jetzt geschildert haben, ergeben und kann sagen, es hat sowieso alles keinen Sinn mehr, das führt zu nichts und das ist alles furchtbar traurig und wir werden untergehen. Das kann ich machen, da ist aber niemand damit geholfen. Geholfen ist uns vielleicht, die wir hier sitzen, eher damit, dass wir sagen, okay,
das ist alles ganz furchtbar, das muss ich so hinnehmen, das muss man auch versuchen, soweit es in unserer Macht steht, zu ändern. Gleichzeitig aber sind wir Menschen, die auch eine andere Dimension haben und die auch brauchen. Und das ist eine gewisse Leichtigkeit und eine Heiterkeit. Und ich muss das ernst nehmen, ich muss das wollen, ich muss versuchen, nach dem zu suchen, was mir dabei auch hilft in diesem Leben. Weil ich muss mich selbst auch ernst nehmen. Ich muss sagen, dass ich nicht in all der Depression versinken kann, weil damit niemand geholfen ist. Sondern ich muss sagen, es gibt eine menschliche Dimension, die wir brauchen. Und das ist Leichtigkeit und Heiterkeit. Und die müssen wir in alledem uns auch bewahren, sonst gehen wir unter. Gar nicht heiter sind ja viele Menschen, die an ihrem Körper herunterschauen, vor allem wenn er älter wird und dann doch an der einen oder anderen Stelle runzlig. Sie beschäftigen sich in Ihrem neuen Buch mit dem menschlichen Körper. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Und haben Sie auch an sich heruntergeschaut? Was haben Sie da gesehen? So fing das alles an. Also ich hab mich selber angeschaut. Ich habe so die Narben gesehen, die ich habe, die Narbe an der Stirn, eine Narbe am Zeigefinger, an der Achillessehne. So fing das an und ich habe gesagt, jede dieser Narben ist doch verbunden mit einer Geschichte, mit einem Stück aus meinem Leben. Ein Unfall, den ich hatte, eine Operation, den ich hatte. Wie wäre es eigentlich, wenn man die eigene Lebensgeschichte mal nicht erzählt als eine Summe von geistigen Leistungen, von Handlungen oder so, sondern als die Geschichte des Körpers, den man hat und den wir alle haben und den wir mehr oder weniger gut kennen. Das sind ja auch die Krankheiten, die wir hatten, die tollen Erlebnisse, die man mit diesem Körper hat. All das ergibt eine bestimmte Form der Lebensgeschichte, die man über den Körper erzählen kann. Und das habe ich versucht, eigentlich nichts anderes, an meinem eigenen Beispiel. Also es war nicht durchgängig Wehmut, was Sie empfunden haben, als Sie an sich runtergeschaut haben? Beneide jeden, der 68 ist und keine Wehmut empfindet, wenn er seinen eigenen Körper anschaut. Das ist tatsächlich, da braucht man Kraft, seelische Kraft. Aber wenn ich jetzt mich so umschaue, Herr Ketter, in der Gesellschaft, dann stelle ich eigentlich so zwei Richtungen fest. Es gibt ja eine unglaublich große Anzahl an Mitbürgern, die ich unter den Optimierungswahn titulieren würde. Also man kümmert sich schon fast fanatisch darum, die gestählt zu sein, gebogen zu sein, und man wirft sich tausende von Pillen ein, die dann nochmal irgendwas versprechen, die einfach in very good shape bleiben wollen, sein wollen, egal ob sie 68, 28 oder 79 sind. Und dann gibt es die andere, vermutlich gleich große Teil, die ignorieren, die vernachlässigen ihren Körper völlig, die ignorieren auch die Bedürfnisse des Körpers. Was steckt dahinter? Auf der einen Seite dieser schon fast ja Fanatismus, auf der anderen Seite dieser ist mir doch scheißegal. Also ich halte natürlich beides für nicht für richtig, weil wenn Sie Ihren Körper vernachlässigen, dann führt das ins Unglück, vermutlich in den meisten Fällen. Wenn Sie Ihren Körper aber als etwas betrachten, das man unbedingt gestalten muss, das man unbedingt formen muss selbst mit größter Anstrengung, dann ist es ja auch etwas, was eine Form von Vernachlässigung des eigenen Selbst ist. Denn dann leben sie ja nach Maßstäben, die ihnen von außen vorgegeben werden, ja, wie andere sie anschauen. Sie schauen sich ja sozusagen selber ständig von außen an. Das kann eigentlich nicht gesund sein. Damit ist ja eine riesige Anstrengung verbunden, ganz abgesehen davon, dass viele dieser Maßnahmen auch wieder ungesund sind. Ich glaube, dass es darauf ankommt, den eigenen Körper und die eigene Seele als etwas zu sehen, das zusammengehört. Ja, das weiß jeder, der sich schon mal mit Buddhismus, mit Zen beschäftigt hat, dass man im eigenen Atem auch nicht nur den Körper sieht, sondern auch das seelische Befinden. Wenn Sie kurz atmen, hektisch atmen, nicht ruhig atmen, dann stimmt auch was mit Ihrer Seele nicht. Und diese beiden Dinge muss man, glaube ich, zusammen sehen. Das finde ich sehr wichtig.
Die Deutschen geben gerne Geld für Reisen aus oder für Autos oder für Haustiere. Aber das Essen, das durch den eigenen Magen geht, wird meist vor allem billig beim Discounter gekauft. Anders als zum Beispiel in Frankreich. Die Franzosen zelebrieren gutes Essen. Warum denken wir über unseren Körper in der Regel erst dann nach, wenn er zum Notfall wird, wenn wir zum Arzt müssen oder uns operieren lassen müssen? Ja, weil er dann auf sich aufmerksam macht. Dann geht es nicht mehr anders. Dann über die Krankheit merken Sie, dass was nicht stimmt. Und vorher ignorieren Sie den Körper. Und das ist eben der Fehler. Ich glaube, man sollte da schon weit vorher dran denken. Das Komische ist ja, dass wir mit diesem Körper unser ganzes Leben verbringen. Wir verbringen dieses Leben ja nicht nur mit dem Körper, sondern als dieser Körper. Und trotzdem wissen wir so wenig über den. Und das sollte man vielleicht ein bisschen ändern, ohne dabei jetzt fanatisch zu werden. Was die Ignoranz, na, ist das wirklich noch so, dass die Deutschen so ignorant sind gegenüber gutem Essen? In der großen Menge ja. Zum großen Teil ja, das wissen Sie besser als ich. Aber kenne auch viele Leute, die sehr aufmerksam sind, was Ernährung angeht, die sich sehr darum kümmern. Und das, ich weiß nicht, das muss man wahrscheinlich predigen bis zum Ende, ganz werden es die Deutschen nie begreifen. Bin viel in Italien, da ist es durchaus anders, aber auch nicht überall, kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, glaube ich. Ich kenne auch Italiener, die sehr ungesund essen. Gut, also wenn ich das sehe, ich war gerade in Italien, die Pizzen, die dort gegessen werden, die Berge an Nudeln, die dort gegessen werden, dann ist das natürlich per se auch nicht immer das gesund. Und es passiert. Aber Christian, eine Bistecca Fiorentina, ja, habe ich auch gerade gegessen in Italien. Ja, es ist viel zu viel. Von Pisa. Herrlich. Viel zu viel Fleisch. Und oh, nee, gerade richtig. Also man merkt schon an dem kleinen Geplänkel, dass man da wirklich unterschiedlicher Auffassung sein kann, was gut und was richtig ist. Und die Wissenschaft sagt es ja auch nicht immer eindeutig. Aber es passieren ja auch, man tritt schief, man spielt Volleyball, wie mir es passiert ist, und dann macht es Knack im Meniskus. Und soweit ich das mitbekommen habe, haben sie auch einen Knorpelschaden im linken Knie und Duplizität der Ereignisse. Das ist wohl passiert bei einem Auftritt von Ihnen im literarischen Quartett. Wie kam es dazu? Nicht bei dem Auftritt, sondern vorher. Ich war in Barcelona und die Leute riefen mich an, damals vom ZDF, und sagten, ob ich da kommen könnte ins literarische Quartett. Und das hat mich, weil ich war dann auch gleich gehört, was ich dafür alles lesen muss, nämlich irgendwie 800 Seiten Tolstoi plus noch drei andere Romane. Ich hatte zwei Wochen dafür Zeit und ich bin alles andere als ein Tolstoi-Experte. Ich habe mich furchtbar erschrocken. Stand völlig neben mir und hat mir ein Taxi gewinkt und hatte so Lederschuhe mit glatten Sohlen an, bin dann auf dem Bordstein ausgerutscht und voll mit dem Knie auf diese Bordsteinkante gerutscht. Also so fing mein Auftritt im literarischen Quartett schon mal an, ja. Ich war einfach nicht bei mir, ja. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin nicht das gewesen, was man so achtsam nennt. Und wie saßen Sie denn vor der Kamera mit einem Krückstock? Ja, erstaunlicherweise hat sich diese Schwellung da, die wurde dann relativ bald wieder besser, Eis draufgepackt und im Hotel einen Tag rumgelegen und nicht so sehr belastet. Dann wurde das schon besser. Mit dem Krückstock war ich dann nicht im Studio, aber so ganz, ganz toll war es immer noch nicht. Aber der Auftritt im literarischen Quartett war auch nicht toll. Den können Sie vergessen. Das war furchtbar. Ich eigne mich auch nicht so wahnsinnig gut dazu, in literarischen Sendungen über die Bücher anderer Leute zu diskutieren. Das ist nicht mein Ziel. Man muss halt mal den Mut haben zu sagen, vergessen Sie Tolstoi, der Mann wird überschätzt. Nein, dafür bin ich sogar dankbar, dass ich dann Tolstoi einfach lesen musste, weil das war natürlich großartig, aber ich weiß einfach zu wenig darüber. Ich kann mich auch aber egal, das ist jetzt nicht das Thema. Ich kann mich damit nicht gut streiten mit anderen Leuten über so ein Thema, weil ich mich dafür inkompetent halte. Sie sind sehr selbstkritisch, fast möchte man sagen schonungslos mit sich, wenn Sie schreiben. Da geht es um Ihren verbeulten großen rechten Zeh, um Ihren früheren Spitznamen Pummelchen.
oder um ihre Narbe am linken Zeigefinger, verursacht durch ein Outdoor-Messer. Ist Ihnen diese Intimität beim Schreiben schwergefallen und wie kam es zum Pummelchen? Nee, gar nicht. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Im Gegenteil, es fällt mir sehr leicht. Und da sind wir wieder bei der Heiterkeit. Ich versuche mich ja selbst auf eine heitere Weise zu betrachten, was bedeutet, dass ich mich nicht so wahnsinnig ernst nehme. Deswegen bin ich auch, komme ich mit dem Pummelchen relativ gut klar. Aber das war in meiner Schulzeit. Da war ich so 14, 15 und war tatsächlich ein bisschen füllig. Und eines der Mädchen in meiner Klasse kam auf die Idee, mir diesen Spitznamen zu verpassen. Oh Mann, das in einer Zeit, aber, oder? Ja, genau. Ja, in einer ein Mädchen, Zeit, wo man also mit seiner erwachenden Männlichkeit wirklich mal zur Kenntnis genommen werden möchte. Und dann kommt die mit Pummelchen an. Also das war wirklich schrecklich. Also das fand ich auch nicht lustig. Ich habe es natürlich nach außen hin nicht gezeigt, aber ich fand's nicht lustig und gut, heute kann ich anders damit umgehen. Haben Sie es ihr eines Tages heimgezahlt? Nee, dazu neige ich nicht. Ich neige nicht zum Heimzahlen. Ich bin kein rachebedürftiger Mensch. Ich bin damit dann irgendwann doch zurechtgekommen. Und ich habe im Übrigen dann abgenommen. Also das war vielleicht die wichtigste Konsequenz überhaupt. Durch weniger Essen oder durch Leibesübung? Sportler war ich ja immer. Also das hat natürlich waren für den Sport dann auch sehr nützlich, dass ich abgenommen habe. Ich habe tatsächlich dann auch eine Zeit lang so wenig gegessen, dass meine Eltern, die haben sich furchtbare Sorgen gemacht. Also das waren ja noch so die 60er, Anfang der 70er Jahre. Meine Eltern waren diese Kriegsgeneration, die immer Sorge hatten. Die hatten diese Hungerwinter erlebt. Für die war jemand, der abnehmen will, eigentlich was ganz Schreckliches. Das hat denen Angst gemacht. Ja, der Junge isst nicht mehr. Und meine Großmutter ist fast gestorben vor Furcht. Aber haben Sie denen die Wahrheit gesagt, wie das zu dem Pummelchen kam? Nee, ne? Nee, das habe ich mal. Das war nicht so. Mit meinen Eltern habe ich mich über solche Sachen nicht so wahnsinnig gut ausgetauscht. Das war nicht der Fall. Nein. Ich habe das einfach hingenommen, habe abgenommen und dann war es ein bisschen seltsam, dass man einen relativ schlanken jungen Mann immer noch Pummel nannte. Aber damit bin ich zurechtgekommen. Ihr neues Buch heißt ja Aua. Aua ist ja scheinbar so ein internationaler, spontane Reaktion der Stimme auf einen Schmerz, auf einen Schreck, auf alles Mögliche. Und darüber kamen Sie ja dann zu dem Gedanken, ich beschäftige mich mit dem Körper und so und haben dann auch natürlich, wie man das seriöserweise macht, zuerst mal über den Körper recherchiert. Was hat Sie denn bei Ihrer Suche des Körpers am meisten überrascht? Wissen Sie, das ist tatsächlich so, ich schreibe ja Bücher jetzt erstmal nicht so sehr für andere Leute, ich schreibe sie für mich selbst, weil ich mich mir selber was interessiert, weil ich selber was wissen will, weil ich irgendwie natürlich neugierig bin und da stößt man dann beim Recherchieren auf wirklich großartige Dinge. Zum Beispiel habe ich überlegt, kann ich was über meine Nase schreiben und habe festgestellt, naja, meine Nase ist jetzt nichts Besonderes. Die habe ich mir auch noch nie gebrochen. Die ist so normal, hat so eine normale Größe, funktioniert ganz gut. Aber ich habe trotzdem viel über die Nase gelesen, habe ein tolles Buch gelesen von einem Südtiroler, Frasnelli heißt der, der lebt als Arzt in Kanada, glaube ich. Der hat ein Buch über die Nase geschrieben, ist Spezialist. Und das zu lesen, das fand ich faszinierend, was für ein kompliziertes Organ wieder mitten im Gesicht tragen und wie sehr der Geruchssinn uns auch mit den Tieren verbindet. Ja, das ist etwas wahnsinnig Intimes. Ja, alle anderen Sinnesreize, bevor die das Gehirn erreichen, werden die über den Thalamus erstmal gefiltert. Das ist so eine Art Vorzimmer. Da wird entschieden, wer ins Gehirn vordringt oder nicht. Beim Geruch ist das was anderes. Der dringt unmittelbar ins Gehirn vor. Und das ist interessant, weil wir in dieser super zivilisierten Gesellschaft leben, in der alles so desodorisiert ist und beim Geruchssinn auch das Gestank, all diese Dinge dringt unmittelbar ins Gehirn vor. Es gibt Gerüche, die uns glücklich machen, weil wir, also wenn ich zum Beispiel frisch gemähtes Gras rieche, das erinnert mich an meine Kindheit in unserem Garten, auf dem Hockeyplatz. Das macht mich glücklich, ganz unmittelbar. Ja. Und
dass das so funktioniert, das finde ich irre. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Wir erinnern uns ja alle an Jogi Löw, der mal die Hand in der Hose hatte und dann an seinen Fingern schnüffelte vor so einem wahnsinnig wichtigen Spiel. Und dann echt riesen Stress hatte. Aber es war toll, irgendwie das zu erleben, was das auslöste in der Öffentlichkeit. Als Sie vor langer Zeit Ihre feste Stelle bei der Süddeutschen Zeitung gekündigt haben, das war ja das Beste, was man eigentlich haben konnte, ja? Bei der SZ, ich kenne das, ich war in einer ähnlichen Situation. Sie haben gekündigt, um Schriftsteller zu werden. Da war Ihr Vater gar nicht amused. Hat er noch mitbekommen, dass dieser Wechsel Sie zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Schriftsteller Deutschlands gemacht hat? Nee, leider nicht. Mein Vater ist 1994 gestorben, gekündigt habe ich 2000. Das ist vielleicht kein Zufall, dass ich diesen Schritt erst gegangen bin, als mein Vater nicht mehr lebte, weil er das mit Sicherheit erstmal nicht gebilligt hätte. Für meinen Vater war Sicherheit das Allerwichtigste im Leben, nach dem, was er erlebt hatte im Krieg und so. War das für ihn von größter Bedeutung? Der hätte gesagt, du bist ja verrückt, das macht man doch nicht. So eine Sicherheit aufzugeben zugunsten einer vagen Aussicht auf Erfolg. Ich meine, es wäre großartig gewesen, wenn er das noch erlebt hätte. Aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ich diesen Schritt erst gegangen bin, als er dazu nichts mehr sagen konnte. Wir haben vielleicht unterschiedliche Ansichten über Gendern oder Landwirtschaftssubventionen, aber wir verdauen, tun wir alle. Mit dieser treffenden Beobachtung aus Ihrem Buch wollen wir es für heute bewenden lassen. Zur vertiefenden Lektüre empfehlen wir unseren Hörern Aua, die Geschichte meines Körpers. Vielen Dank für dieses schonungslos intime Gespräch. Axel Hacke. Ja, vielen Dank. Ich danke auch. Alles Gute. Ciao. Er hat sich rund 18 Jahre für das Magazin Stern mit seinem Zwischenruf aus dem politischen Berlin zu Wort gemeldet. Jetzt kommentiert er in jeder Folge der Wochentester. Hans-Ulrich Jörges ist der Politiktester. Why does this room look amazing? What'd you change? I just got these custom shades from Blinds.com. It's all online, so it's really easy. I remember shopping for Blinds. I waited around all day just to get a quote. It took forever. And the worst part? Hidden fees. How about you? I chatted with my Blinds.com design consultant on my time. Plus, they make it easy to DIY or add installation like I did. Blinds.com sounds way better. Way better. Shop Blinds.com for up to 40% off. Rules and restrictions may apply. Hans-Ulrich Jörges ist der Politiktester. Der Mossad hat sich rehabilitiert. Und wie? Nach dem Massaker der Hamas im Süden Israels am 7. Oktober vergangenen Jahres hatte die Welt noch ungläubig gestaunt über das Versagen des israelischen Geheimdienstes. Taugt der überhaupt noch was? Oh ja, der Serienanschlag auf Terroristen der Hisbollah im Libanon und in Syrien war eine in der Geschichte der Geheimdienste einmalige Operation. Man darf, man muss den Hut davor ziehen. Vor der Idee, vor der Präzision, vor dem Erfolg. 50 Gramm Sprengstoff mit einem Schalter eingebaut in sogenannte Pager, einfache handtellergroße Geräte zur Kommunikation und am 17. September um 15.30 Uhr gezündet mit einer zentral geschalteten Nachricht, fegten in Libanon, vor allem in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut und in der Grenzregion Syriens Tausende von Hisbollah-Kämpfern von den Beinen. Fast 2.800 wurden verletzt, 12 getötet. Unbeteiligte indes blieben offenbar unbehelligt. Einzig in der BKA-Ebene Richtung Syrien starb ein 8-jähriges Mädchen. Am Tag danach folgte eine zweite Welle explodierender Walkie-Talkies mit 450 Verletzten und 20 Toten. Damit hat Israel die Kommunikation der Hisbollah flächendeckend zerstört. Verletzt, allerdings nur leicht, wurde auch der iranische Botschafter im Libanon, dessen Leibwächter einen präparierten Pager bei sich trug. Das Blut bestätigte auf augenfällige Weise die Patenrolle des iranischen Regimes gegenüber der Hisbollah. Die hatte die Pager bei der taiwanesischen Firma Gold Apollo bestellt und in deren Produktionskette muss der Mossad eingedrungen sein. Der Serienanschlag kränkt die Terrormachos der Hisbollah zutiefst. Eine Explosion in der Hosentasche verletzt nun mal auf spektakuläre Weise die Männlichkeit der Kämpfer. Der Serienanschlag traf die Hisbollah zudem in einer prekären Lage. Schon im vergangenen Jahr hatte sie 450 Mitglieder verloren und ihre Infrastruktur wurde schwer beschädigt.
Und nun fuhr der Blitz der Israelis in ganzer Breite in die Reihen der Terrorgruppe. Wuchtig, aber ohne verheerende Kollateralschäden wie bei Bomben- oder Raketenangriffen. Der Mossad fuhr in die Hosentaschen jener, die von der Hisbollah selbst für würdig betrachtet worden waren, von der Führung direkt informiert zu werden. Das Offizierskorps also. Besser lässt sich eine solche Operation nicht abwickeln. Chapeau, Mossad. Wenn ich in dieser Woche einen Daumen hebe, dann dafür. Den Daumen senken muss ich hingegen für den Kanzlerkandidaten der Union. Friedrich Merz ist ein Langweiler wie Olaf Scholz. Die beiden sind Schlafes Zwillingsbrüder. Dass der Kanzler seinen Herausforderer mit den Worten pries, er ist mir recht, ist an Ehrlichkeit nicht zu übertreffen. Von dieser Konfrontation wird Deutschland nicht aus dem Schlummer gerissen. Jeder der beiden glaubt, dass er den anderen mühelos bezwingen kann. Und in der Tat hatte in den Umfragen der vergangenen Monate ja mal der eine, mal der andere vorne gelegen. Dem politisch erschöpften Scholz war es also immer noch gelungen, den langen Kerl der Christenunion nach hinten zu schieben. Der erinnert, über seine Brille spähend, fatal an den Lehrer Lempel aus Max und Moritz von Wilhelm Busch. Frauen und junge Wähler mögen ihn nicht. Wen wundert's? Attraktiv und leidenschaftlich sieht eben anders aus. Es bleibt nur zu träumen. Stellen wir uns einen Moment vor, Markus Söder wäre Kanzlerkandidat geworden. Der Haifisch, der die Zähne im Gesicht trägt und der von allen Unionspolitikern das höchste Ansehen genießt. In diesem Fall wäre die SPD genötigt, über Boris Pistorius als ihre Antwort nachzudenken. Den Verteidigungsminister mit dem höchsten Ansehen überhaupt. Diese Konfrontation, frisch und quicklebendig, hätte das Land aus seiner Erstarrung lösen können. Eine Rundumerneuerung des Personalaufgebots, vor allem der Sozialdemokraten, wäre unabweisbar gewesen. Farewell also Nancy Faeser und Karl Lauterbach, Svenja Schulze und Clara Geiwitz. Boris Pistorius, da bin ich sicher, hat andere Ansprüche. Wer immer dann am Ende eine Koalition führt, Söder oder Pistorius, würde auch beim Partner ein geschmackssicheres Angebot verlangen. Für Deutschland also wäre Söder die bessere Wahl gewesen. Pistorius löst nur in einer Hinsicht Erstaunen aus. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer, gab er zur Antwort, als China gegen eine deutsche Fregatte in Begleitung eines Versorgungsschiffs protestierte, die dabei waren, die Wasserstraße zwischen China und Taiwan zu durchfahren. Wenige Monate zuvor hatte schon Nordkorea gegen das Aufgebot vor seiner Küste protestiert. Mit der Bemerkung über die internationalen Gewässer ist es nicht getan. Was bitte schön reitet den Verteidigungsminister, deutsche Kriegsschiffe ans andere Ende der Welt zu schicken, um die mehr als 100 Jahre alte deutsche Kanonenpolitik wieder auferstehen zu lassen? Dahinter steckt eine strategische Überlegung, die indes niemand kennt. Pistorius hat schon mehrfach, unter anderem in Washington, den indochinesischen Raum bemüht als Ziel deutscher Interessen. Aber niemand hat öffentlich danach gefragt. Wäre er Kanzler, müsste er die Karten auf den Tisch legen. Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Bei unseren ganzen Gesprächen über Merz und Söder habe ich mich natürlich gefragt, würde ein Bundeskanzler Söder ebenfalls in München auf dem Oktoberfest aktiv in den Zelten dabei sein und ich sag mal Lachs auf den Tischen tanzen. Denn am Samstag beginnt um 12 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich das 189. Münchner Oktoberfest. Wäre das eine Volkstümmelei, eine Nähe zum Volk, die vielleicht heute den Politikern abhanden gekommen ist? Lauter quere Gedanken. Uli, warst du schon mal dort und was hältst du generell von dieser bayerischen Lebensart, die ja in der ganzen Welt als deutsche Lebensart identifiziert wird? Also, lieber Christian, ich war mehrfach dort. Nicht sehr häufig, aber mir sind zweimal in Erinnerung geblieben. Einmal mit guten Freunden, einmal mit Uli Hoeneß sogar, zu zweit. Mir in Erinnerung geblieben, war wahnsinnig schön und ich muss mal korrigieren, dass das so durchgängig volkstümlich ist. Da gibt es ja einzelne Zelte, die unterschiedlich teuer sind, wenn man da reingeht. Da gibt es was für die besseren Stände, da gibt es was sozusagen für die einfachen Leute. Es gibt für jeden was.
Und mal generell gesagt, ich liebe die bayerische Lebensart. Sie ist herrlich. Ich habe mich sogar daran gewöhnt, dass diese schrecklich großen Biergläser, die man dort kriegt, die Maß, ein frisches, sehr trinkbares, schönes Bier enthält. Davor habe ich mich immer gefürchtet. Ich habe das gerne getrunken, vor allem aber esse ich sehr gerne, was es dort gibt. Also eine halbe Ente, ein halbes Händel, Weißwürste, alles das, was dort geboten wird. Obatzdar, ein besonders verarbeiteter bayerischer Käse, großartig alles. Also du merkst schon, ich komme hier jetzt ins Schwärmen. Ich wäre gerne dort auf dem Oktoberfest, aber kann es nicht sein. Alles, was ungesund ist, das schmeckt kommt gut bei dir dann auf den Teller. Das habe ich schon lange mitbekommen, mein Lieber. Genau. Am Sonntag vor 60 Jahren hat mit dem Studienprogramm des Bayerischen Rundfunks die Ausstrahlung der dritten Fernsehprogramme begonnen. Christian, wie oft findet man dich als Fernsehzuschauer in den dritten Programmen? Sehr oft. Das muss ich sagen. Ich sage, die dritten Programme sind meines Erachtens die Daseinsberechtigung der ARD. Das ist schon toll, weil ich glaube, in dem Rundfunkstaatsvertrag steht drin, dass man sich auch um die Regionalität zu kümmern hat und dass das halt auch wirklich aufgeteilt ist in alle möglichen Regionen, ob jetzt der Saarländische Rundfunk oder Radio Bremen, ob das alles so sein muss mit den extrem hoch bezahlten und dotierten Posten, ist eine ganz andere Diskussion. Aber deine Frage klipp und klar, ich bin ein Fan der dritten Programme, weil sie wirklich regionale Dinge sagen, wenn ich sehe, der NDR hier bei mir, der Heimatsender, was er über Land und Leute berichtet, wie er die Landschaften darstellt, dann finde ich das ganz toll. Es gibt diese Sendungen, wo ich unglaublich vieles aus der Welt erfahre. Ich liebe die dritten Programme, ein ganz klares Bekenntnis dazu und für mich die einzige Daseinsberechtigung für die ARD, diese Vielfalt, die da geboten wird. Am Sonntag, jetzt kommen wir zu den ernsthaften Themen. Uli, am Sonntag wird in Brandenburg ja gewählt. In den letzten Umfragen liegt der SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, den man ja eigentlich gar nicht so im Land kennt, der immer so ein bisschen spröde darüber kommt, so ein bisschen spaßbefreit darüber kommt, hinter der AfD, die auf einen Wahlsieg zusteuert. Die CDU liegt weit abgeschlagen auf dem dritten Platz. Und der Ministerpräsident Woidke hat ja sein politisches Schicksal daran festgemacht, dass wenn er nicht mit seiner SPD stärkste Partei wird, dass er zurücktritt. Mich dünkt es, dass da ein riesengroßes Chaos dann auf uns zukommt. Und zwar nicht nur für Brandenburg, sondern auch für die Ampelregierung in Berlin. Wie siehst du das, Uli? Naja, das ist eine Abstimmung weniger über die Ampelregierung als in Thüringen und Sachsen. Da war es ganz eindeutig, da haben sie alle drei verloren. In Brandenburg wird ja die SPD nicht so weit verlieren. Die wird wahrscheinlich sogar ihr Wahlergebnis von der letzten Landtagswahl etwa halten. Aber so wie es aussieht, wird die AfD immer noch leicht vor ihr liegen. Und dann muss Woidke ernst machen mit dem, was er angekündigt hat. Er muss nämlich gehen. Und das finde ich ziemlich dämlich, ehrlich gesagt. Das ist eine Hybris, den Wählern zu sagen, entweder ich bin Nummer eins oder ich verschwinde. Das finde ich verantwortungslos. Also die SPD wird ihn ersetzen, vermutlich mit einer Frau. Die ist auch schon so ein bisschen ins Auge gefasst. Voll sollte das so weit kommen. Aber wenn er Nummer zwei wäre, das ist in der Bundespolitik häufig der Fall gewesen, dass die Nummer zwei in einer Koalition eine Mehrheit hat und weiter regiert. Dann hätte er weiter regieren können oder könnte weiter regieren, falls es so kommt. Also, das ist keine gute Entscheidung gewesen. Ich sehe förmlich diese oberschlauen Berater im Hintergrund, die ihm sagen, ah, du musst sie packen. Sie wollen alle einen guten Ministerpräsidenten haben oder behalten und da musst du sie packen. Ja, da funktioniert's nicht. Ich bin da völlig deiner Meinung, Uli. Und wenn ich dann noch sehe, wenn man jetzt wirklich sagt, der Woidke ist in Brandenburg beliebt und setzt dann den Leuten so die, Entschuldigung, Pistole auf die Brust, dann denkt vielleicht der eine FDP-Wähler oder der CDU-Wähler oder der Linken-Wähler, okay, ich möchte nicht, dass der da nicht mehr da ist. Und wählt dann aufgrund dieser, ich würde sagen, ja fast schon Erpressungssituation die SPD, weil die muss er ja dann wählen, dann könnte eine Marginalisierung der anderen Parteien noch stärker voranschreiten. Ob das so demokratisch ist, weiß ich auch nicht.
Naja, das kann man ja tun. Es hat auch ein bisschen in den Umfragen einen leichten Effekt gegeben. Also es ging mit der SPD ein wenig nach oben, aber längst nicht so weit, wie Woidke sich das erhofft hatte. Also heute sieht es eher so aus, ich muss mal in Klammern sagen, jetzt beginnt erst die Flut nach Brandenburg rein zu fluten. Ja, mal gucken, was sich da noch alles abspielt bis zum Sonntag. Kann sein, dass er wieder mit Gummistiefeln rumstolziert in den Fluten an der Oder oder sonst wo. Schröder. Ja, also ist noch ein bisschen was offen. Aber es sieht so aus, als würde er es nicht schaffen. Und dann zu gehen, weil ihm 2% fehlen und er eigentlich weiter regieren könnte, das finde ich ziemlich dämlich, ehrlich gesagt. So, Christian, was verbindest du mit dem Herbst? Kann dich diese Jahreszeit locken? Denn am Sonntag ist ja kalendarischer Herbstanfang. Also ich finde das wirklich gut, Uli, dass wir auch solche Themen da behandeln, wie jetzt Herbst oder drin. Weil das ist das, wo man ein bisschen mehr die Leichtigkeit des Seins hat. Und danke für diese Frage, muss ich sagen. Ich liebe den Herbst, das muss ich auch sagen. Wenn es tagsüber ab und zu noch ein bisschen warm ist, wenn es nachts kühl wird. Ich liebe die Verfärbung des Laubs. Ich liebe Pilze. Ich gehe so gerne in den Wald und suche nur für mein Hausgebrauch Pilze. Und ich finde, Herbst war die Zeit des Erntens, ist jetzt vorbei oder noch voll im Gange. Jetzt kommen die tollen Kohlsorten. Also Herbst ist eigentlich mit dem Frühjahr gemeinsam für mich die beiden Jahreszeiten, wo man schwelgen kann. Im Frühjahr das junge Gemüse, das ganz frische, das junge, das knackige. Im Herbst die reifen Dinge. Ich liebe den Herbst. Ich liebe die Atmosphäre des Herbst. Ich liebe den Geruch des Herbst. Da komme ich gar nicht aus dem Schwärmen raus. Und ich bin gerne irgendwo in der Welt, aber viele Regionen der Welt haben keine Jahreszeiten. Und diese Jahreszeiten, die wir hier haben und die so Herbst für mich eigentlich so fast die Königin der Jahreszeiten ist, ich liebe es. Es macht das Leben nochmal so intensiv, so spürbar, schmeckbar, riechbar. Ich finde es ganz großartig. Und nochmal was, wo man eigentlich wieder den Kopf schütteln kann oder auch nicht oder wo man es eigentlich drüber hinweggehen sollte. Am Mittwoch ist in München der erste Deutschlandauftritt von Luke Mockridge nach seinen behinderten feindlichen Aussagen über die Paralympics geplant. Ich will gar nicht wiederholen, was er da jetzt gesagt hat. Ob der Auftritt von Mockridge im Rahmen seiner Funny Times Tour stattfinden wird, ist bis jetzt eigentlich unklar geblieben. Uli, Herbert Feuerstein hat mal gesagt, der geniale Co-Part von Harald Schmidt, auch Behinderte haben ein Recht, verarscht zu werden. Bei Luke Mockridge liegt der Fall aber anders, oder? Ja, ganz anders. Denn ich habe es mir zum Prinzip gemacht, das, was er gesagt hat, nicht zu wiederholen. Ich werde es auch hier nicht tun. Ich finde das so abartig, dass ich mir vorgenommen habe, diesen Kerl, Humoristen will ich ihn nicht nennen, diesen Kerl nicht noch zu adeln, indem ich sein wirklich beleidigendes Zeug wiederhole. Das ist nicht humorvoll gewesen, es war verächtlich. Also er hat sich verächtlich über Behinderte geäußert, wie man Behinderte, wie Feuerstein gesagt hat, verarschen kann und dabei den Humor noch merkt, das ist allerdings eine Kunst, das möchte ich gerne mal erleben. Ich nehme an, das geht häufig schief. Also sage ich mal, lasst es lieber bleiben. Nehmt Behinderte ernst, kümmert euch um sie, macht ihnen im Leben, schlagt ihnen eine Bresche, sorgt dafür, dass sie überall hingehen oder rollen können, dass sie überall Zugang haben, dass sie Sport machen können, wie wir das in Paris erlebt haben. Großartiges Erlebnis. Und hört auf, sie zu treten und sie vor allem in den Dreck zu treten. Und das hat Mockridge gemacht. Insofern wünsche ich ihm, dass seine Karriere vorbei ist. Soll er bitte bei McDonald's Brötchen aufschneiden. Looking to invest? Start your journey by exploring exchange-traded funds with GlobalX ETFs. Exchange-traded funds, or ETFs for short, create baskets of stocks, bonds, and other assets that you can buy in a single trade. GlobalX specializes in ETFs that track emerging trends, like the rise of artificial intelligence, as well as strategies aimed to generate income potential. Visit GlobalXETFs.com to discover how you can get started. Bosbach und Rach. Im Internet, diewochentester.de.
Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen übrigens gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, dann freuen wir uns, unser Freund Jochen, ganz besonders. Absolut. Ja, natürlich. Und alle Informationen zum Wochentester-Club, die erhalten Sie natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.diewochentester.de. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine wirklich gute Woche. Ja, und lassen Sie sich nicht alles nur immer runterziehen. Die Wahlen in Brandenburg sind genauso wichtig wie alles andere auch. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau-Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.